Guides Eintopf, Sea Guides Eintopf, Guides Eintopf. Herzlich willkommen zu Sea Guides Eintopf. So, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Sea Guides Eintopf. Heute mal mit einer Themenfolge. Ich hatte sie lange, lange angekündigt und jetzt hat es endlich geklappt und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich Jeanette. Hallo. Ja, hallo zusammen. Hallo. Toll, dass es geklappt hat. Lange Vorbereitung wird endlich wahr. Genau, genau. Kann nur gut werden irgendwie. Ich bin gespannt. Genau, und wir wollen uns heute ganz offen und ehrlich über das Thema Transsexualität unterhalten. Es fällt ja auch direkt auf, wenn man den Namen Jeanette hört und dann so eine relativ tiefe, dunkle Stimme hört, dass es wohl nur in die Richtung gehen kann. Ne? Das hörst du mit Sicherheit auch oft. Ja? Das kriege ich zumindest so mit. Ja. Wenngleich mir immer wieder gesagt wird, dass meine Stimme gar nicht so tief und düster ist eigentlich, außer wenn ich das will. Ja. Aber ja, das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht telefoniere, weil okay. Ich dann sofort alle Blicke auf mir habe. Also die Stimme definiert. Ja, ja. Und gerade in einem Podcast, ja. Also genau. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir gleich mal sagen, um was es geht, ja. Genau, vielleicht mal am Anfang so ein bisschen als Einstieg, was sagt denn eigentlich die Wikipedia zu dem Thema Transsexualität? Ja, zitiere ich jetzt mal, also da steht, Transsexualität bezeichnet die unvollständige Identifikation eines Menschen mit der bei der Geburt vorgenommenen Zuweisung zu einem sozialen und rechtlichen Geschlecht einhergehend mit einem unterschiedlich stark ausgeprägten Leiden an seinen Geschlechtsmerkmalen. So, das steht da jetzt erstmal, ne? Jetzt, kühl und düster. Kühl und düster, wie die Wikipedia eben so ist, ne? Ich meine, ja, ist eine Definition. Vielleicht sage ich auch nochmal so ganz kurz vorher, ich habe mich mit dem Thema relativ wenig auseinandergesetzt bisher, hatte auch noch keine wirklich großartigen, tatsächlich persönlichen Berührungspunkte mit Menschen es kann mir passieren und da bitte ich dich dann auch direkt reinzukrätschen, ja, dass ich Sachen sage, die ich vielleicht nicht sagen sollte, ist ja immer ein bisschen schwierig, gerade mit diesen Gender-Themen und so weiter. Und ich bin jetzt halt irgendwie so der Mit-40er-Weiße, der in einer Hetero-Beziehung mit 4 Kindern lebt und sich da eigentlich auch ganz gut aufgehoben fühlt, aber eigentlich wenig weiß, ne, zu dem Thema. Mhm. Ja. Genau. Lass uns vielleicht mal ein bisschen über dich gleich mal so sprechen, wer du bist, was du machst und ja, fangen wir vielleicht mal an, wie alt bist du? Ich bin jetzt End-30er, also ich bin jetzt 39 Jahre geworden in diesem Jahr und wohne im Norden von Stuttgart. Das kennt man ja im Zweifel von meinen anderen Podcasts. Und wenn du gleich so die Runde aufmachst, ich lebe in einer heterosexuellen Beziehung und das heißt in dem Fall, obwohl ich genetisch als mit männlichen Merkmalen geboren wurde, lebe ich als Frau mit allem drum und dran, was dazu gehört und lebe mit einem Mann zusammen, beziehungsweise führe mit ihm eine Beziehung, wir wohnen noch nicht zusammen. Ja. Stand Mai 2021. Genau, ja, das müssen wir mal dazu sagen. Wir haben den 16. Mai 2021, ist richtig. Genau. Mal gleich placken, welche Podcasts machst du? Ich mache zusammen mit der Michaela alle 2 Wochen den Freischnauze-Podcast. Dann habe ich einen etwas eingeschlafenen Podcast, aber man kann ihn immer noch abholen, die Japan Tales. Da habe ich, um frei sprechen zu üben, angefangen, japanische Märchen einzusprechen. Auf Japanisch?
Nee, auf Deutsch. Ah. Okay. Aber ich habe so ein, bin japanophil, könnte man sagen. Also ich habe da so ein Fable für. Hm. Und die japanischen Märchen haben ihre ganz eigene Kuriosität. Und dann habe ich angefangen, die einfach einzusprechen, weil mir die schön gefallen. Und die eignen sich ganz gut als Einschlaflektüre, sag ich mal. Hm, okay. Genau. Gut. Und findet man wo alles? Ja, man findet eigentlich alles auf janett-müller.de, ja mit Ü. Ja. da findet man eigentlich alles, was ich so mache. Japan-tales.de und freischnauze-podcast.de. Und ich habe noch einen Podcast, in dem ich folgenweise mit einem Kollegen, mit Sascha, die Fernsehserie The Orville besprochen habe. Ah, toll. Also die ersten beiden Staffeln, die bisher existieren, haben wir folgenweise einfach auseinandergenommen, Hintergrundinformationen einfließen lassen und so weiter. TheOrvilleRadio.de. Ich glaube, dazwischen sind Bindestriche, aber ich könnte auch sein, dass man es auch über normale Versionen erreicht. Ich habe ja ein bisschen den Überblick verloren. Ihr werdet es in den Shownotes finden, weil die Suche übernehme ich. Genau. Ja, prima. Ja, darin bist du ja gut, Shownotes schreiben. Sagen die Leute, ja. Genau. Ja, wann hast du denn irgendwie gemerkt, dass du für dich, sagt man das so, im falschen Körper steckst? Im falschen Körper geboren ist so dieses Wording, das man dem Ding so allgemein gibt. Hm. Also das ist ein bisschen schwierig, weil bei mir ging das schon recht früh los. Also ich weiß von Ereignissen aus dem Kindergarten und so. Aber in der Zeit ist man sich seiner selbst ja gar nicht bewusst. Hm. Beziehungsweise man ist nicht sich dessen bewusst, dass man anders ist als andere. Und entsprechend hatte ich so eine Zeit, in der ich klassische Kindergartenspiele spielen wollte. Da gibt es dieses Kartonhaus und dann will man Papa, Mama, Kind spielen und ich wollte die Mutter spielen und alle anderen Kinder haben gemeint, es geht nicht, du bist doch der Papa. Mhm. Mhm. Fand ich komisch, ist aber so. Ja. Das brachte dann auch die Kindergärtnerin auch da ab und zu dazu, meine Mom zu konsultieren. Wir waren dann beim Kinderpsychologen und das ist ja dieses Klassische. Mhm. Man hat irgendwie ein Zimmer, vielleicht mit einem doppelten Spiegel oder einfach nur mit Fensterchen, ist auch egal. Und da ist ein Haufen Spielzeug drin, man setzt das Kind rein und schaut, was passiert. Und da war aber alles normal, in Anführungszeichen. Also ich habe mit dem Zeug gespielt, was da halt rumstand und war jetzt nicht besonders affin auf Barbie-Puppen, Mädchenzeug und so weiter. Ja. Sondern ich habe einfach mit dem Zeug was gespielt, was da halt sonst so vielleicht üblich gewesen wäre. Vielleicht war das aber auch Gewohnheit, weil wenn ich die He-Man-Figur zu Hause habe und hier steht sie auch im Regal, dann greife ich halt auch dazu, weil ist toll. Ja. Oder kenne ich halt so in der Art. Naja, und das zog sich dann halt auch noch in Vorschule und Kindergarten und Schulzeit und so weiter. Mhm. Immer wieder mit der Problematik, dass ich gemerkt habe, dass ich ab und zu anders reagiere, als die Leute um mich erwarten würden. Dass ich feinfühliger bin, dass ich sensibler bin, so diese Geschichte. Kommt da noch ein bisschen obendrauf, dass ich mich als hochsensibel bezeichnen würde. Das ist nochmal ein separates Spektrum. Aber ja, diese ganze irgendwas stimmt nicht, aber keiner weiß warum. Und ich habe immer nur gemerkt, dass irgendwie reagiere ich falsch oder anders, als diese Leute es erwarten. Okay, ja. Später in der Jugend mit der Pubertät ging das dann auch noch so ein bisschen los, dass man dann irgendwie anfängt, irgendwie Unterwäsche der Mutter aus dem Kleiderschrank zu zupfen, weil man sich darin dann doch irgendwie wohler fühlt und das fühlt sich besser an und so. Aber da war doch dann schon klar für dich, oder? Irgendwie, also jetzt mal rein so aus der Eigensicht irgendwie, bin eine Frau oder ein Mädchen oder so, oder? Das sind halt Erfahrungen aus Anfang der 90er. Da gab es ja praktisch keine Infos dazu. Also weder in einem Schullexikon stand etwas drin, etwas Vergleichendes, noch hätte ich gewusst, nach was ich suchen soll. Aber dazu komme ich gleich. Dann war es halt so, dass ich mich halt mit diesen Klamotten irgendwie mich darin wohler gefühlt habe, aus welchen Gründen auch immer. Konnte ich mir selber auch nicht erklären. Meine Mom hat die immer mal wieder gefunden und eingesammelt, aber war mir deswegen nicht böse.
Ist halt einfach so. Ja. Und dann ergab es sich, ich muss mal ein bisschen die Reihenfolge sortieren, 1998 war Eurovision Song Contest. Ich glaube, das war 98. Kannst du ja noch später rausgoogeln. Jedenfalls ist damals Dana International, so hieß der Künstlername, für Israel angetreten. Und hat da halt gesungen. Und das war eigentlich ganz toll. Zu der Zeit war ich bei einem Freund zu Besuch, der schon Internet hatte. Und ich zu Hause halt noch keins. Und die Eltern haben uns irgendwie ins Wohnzimmer gerufen. Hier gibt's Kuchen. Und übrigens läuft hier hübsche Musik. Und dann meinte die Mutter von dem Schulfreund, das ist schon krass, wie die aussieht, wenn man bedenkt, dass sie früher mal ein Mann war. Okay, ja. Dann gingen bei mir erstmal so alle Alarmglocken an. Ich war völlig geschockt, so, weil sehr, sehr hübsche Frau und schöne Stimme und all das. Hab meinen Kuchen runtergewürgt, damit ich möglichst schnell da wegkomme und bin rüber ins Kinderzimmer, wo der Rechner war und hab erstmal den Namen gesucht. Ja. Gegoogelt ging ja damals noch nicht. Richtig, ja. Und dann habe ich halt rausgefunden, das ist eine Transsexuelle, die ist aus Israel abgehauen nach England, hat sich dort operieren lassen und seitdem lebt die halt als Frau und führt ihr Künstlerdasein. Soweit eigentlich auch ganz erfolgreich. Und dabei ist mir dann auch tatsächlich dieser Begriff Transsexualität und transsexuell sein überhaupt zum allerersten Mal vorbeigeflogen. Also es gab es vorher nicht. Und wenn du 1998 versuchst, irgendwie Fireball oder Alta Vista dazu zu bemühen, dir eine Information zu geben, was Transsexualität bedeutet, Internet ist knapp bestückt und wenn, dann nur in Text und ganz wenig Bilder und das Suchergebnisse ergaben, Transsexualität, ja, im falschen Körper geboren und rechts daneben ein großes Bild einer Drag Queen. Ja. Okay. Ja, geil, nicht. Ja. Das hat mich halt krass abgeschreckt, so, ich will keine Drag Queen sein, ich habe nichts mit Bühne zu tun, das ist gar nicht mein Ding und so ein aufgedrehtes Federbohr-Dingsi mit überschminkten, maximal überzeichneten Make-up auf der Bühne, die Witze erzählt oder die sich selbst karikatiert, ja, was auch immer, das bin ich nicht, das will ich nicht sein. Ja. Das hat mich so abgeschreckt, dass ich das 12 Jahre versucht habe zu verdrängen. Oh, dann sind wir aber schon in 2010. Genau. Okay. War übrigens 98, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Genau, ja. Das passt auch von den Jahren her dann wieder. Ja. In der Zeit habe ich natürlich mich nicht verleugnen können und habe trotzdem feminine Kleidung ab und zu mir gekauft, mir irgendwie von meinem Zeitung austragen Job angefangen, mal eigene Klamotten zu kaufen, die mir meine Mutter nicht immer wieder wegnimmt. Bin dann 99 ausgezogen auf 2000. Nee, 2000 auf 2001 bin ich ausgezogen zu meiner ersten Freundin nach Karlsruhe. Und da litt ich schon daran, dass ich die ganze Zeit mich verstecken muss, weil in meinem Kinderzimmer, was ich in meinem Kinderzimmer mache, das geht niemandem was an. Und im Zweifel, wenn die Eltern arbeiten sind und mein Bruder sonst irgendwo, habe ich das Haus für mich, kann machen, was immer ich will. Ja. Aber wenn ich plötzlich bei meiner Freundin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne, dann ist da nichts mehr mit, ich nehme mir einen halben Tag für mich. Man ist halt dann doch irgendwie gemeinsam da. Und dann unter Tränen musste ich ihr dann erstmal klar machen, was hier eigentlich Sache ist. Die hat das ziemlich cool aufgefasst und wir sind am nächsten Tag erstmal losgezogen, Make-up kaufen. Okay, das war jetzt aber nicht intime Freundin irgendwas, sondern Freundin, ganz normale Freundin. Nein, intime Freundin, Partnerin. Schon, Partnerin, okay. Ja. Genau. Ja. Im Nachhinein hat sie mir schon erzählt, dass sie das bedrückt hat und heftig mitgenommen hat, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber in der Situation hat sie halt super geil reagiert und mich bis heute noch unterstützt. Auch wenn der Kontakt ein bisschen eingeschlafen ist, aber das war halt super. Ja. Ja, da ist man dankbar, das glaube ich, ja. Genau. Und ab dann hat diesem ganzen Thema das Verbotene genommen und ich konnte einfach sein, wie ich will, wann immer ich so sein wollte, wie ich wollte, wie wenn ich
aus mir raus wollte, habe ich es gemacht und wenn nicht, dann nicht. Aber das brachte mich natürlich auch zu der neuen Definition Transvestit, die mir dann natürlich auch irgendwann unterkam. Transvestit ist per Definition jemand, der sich in den Kleidungsstücken des Gegengeschlechts, meistens Männer, die Frauenkleider tragen, darin wohler fühlt oder sich daran sexuell erregt. Okay. Das fand ich jetzt wiederum, passt aber nicht so richtig zu mir, also so in Teilen. Oder vielmehr wollte ich so nicht sein. Ich wollte nicht so ein Fetisch-Ding sie haben. Ich meine, da war ich halt 19, habe keine Ahnung von der Welt und hatte nur negative Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, irgendwie Transvestit oder sonst was im Fernsehen zu sehen. Die waren ja immer Schreckgestalten oder Opfer. Ich meine, in wie vielen Krimis ist die Transsexuelle die als erstes umgebracht wird? Zu häufig. Wenn man so zurückguckt, ja. Genau, und das will ich nicht und das wollte ich nicht sein, habe das versucht zu verdrängen und hat aber nicht so richtig gut geklappt. Ja, es war eine harte Zeit, aber dann doch bestimmt auch jetzt so, ne? Wenn man sich nicht selbst definieren kann oder nicht die richtigen Begriffe, Möglichkeiten oder sowas findet, das belastet, oder? Auf jeden Fall. Also wenn du, also bis 98, bis zu diesem Eurovision Song Contest Moment, habe ich gedacht, ich wäre allein mit diesem Problem auf der ganzen weiten Welt. Und ich bin anormal und ich bin komisch und alle anderen sind sie normal und alle sind richtig und ich will doch eigentlich nur angenommen werden in dieser Gesellschaft, ganz normal wie jeder andere auch. Ja. Ist halt heftig. Hat natürlich in Schulzeiten zum Außenseiterturm geführt, war angreifbar, weil ich empfindsam war und ja, man kann sich das ja ausmalen, ich muss es jetzt nicht gerade super gut ausführen, aber so als Außenseiter von einer Schule zur anderen zu wandern und immer noch der Außenseiter oder die Außenseiterin, wie auch immer man, also zu der Zeit der Außenseiter zu sein und alle hacken sie auf einem rum und man versteht überhaupt die Welt nicht. Ja. Ja, war heftig. Genau. Ja. Sprung nach vorne 2010. Genau. Das war so, eine Beziehung ging gerade zu Ende, nicht dieselbe wie von vorhin. Da hat sich schon ein bisschen was bewegt. Also ich bin schon umgänglich gewesen und so. Und aber nicht rumtreiberisch oder so. Ja. Aber jedenfalls ging da eine Beziehung zu Ende und ich habe für mich entschieden, entweder du änderst jetzt was an deinem Leben oder du suchst dir eine Brücke. Also, das waren so die zwei Optionen. Und ich meine, das ist schon so harter Tobak, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Ja und hab dann im Internet mal rumgeguckt, was man dann so machen kann. Und hab mir eine Selbsthilfegruppe gesucht in Stuttgart. Bin bei denen aufgelaufen. Ja. Und das war erstmal ein bisschen skurril, weil das waren alles ältere Leute. So, also häufig ist dieses Bild, entweder wird trans heutzutage, weil das Wissen gut verbreitet ist, schon in der Jugend erkannt und unterstützt. Ja. Oder eben nicht unterstützt. Das sind halt die negativen Beispiele. Aber die aus früheren Zeiten, die haben versucht, nach gesellschaftlichen Normen zu leben. Ja. Die haben halt Haus, also Frau, Haus und Kinder und Hund auf die Reihe gekriegt, sind erfolgreich im Job, haben ihr Häuschen da stehen und finden dann plötzlich zu sich selbst und brechen hinter sich im Zweifel alle Wege ab. Alle Brücken brechen zusammen oder in den Ausnahmefällen unterstützt die Ehefrau und die Familie das. Das ist dann schon eher selten, sagen wir es mal so. Oder der Ehemann geht ja auch andersrum. Ja, oder? Das geht auch andersrum. Aber tatsächlich haben Frauen, die tendenziell sich für Männer halten, es nicht so schwer. Ich meine, zumindest was die Kleidung im Alltag so angeht. Ich meine, jede Frau kann so heutzutage ein Flanellhemd und eine Jeans tragen, da guckt niemand. Aber versuch mal, eine Frau in einem roten Kleid an der Straßenbahn zu sehen, das funktioniert halt irgendwie immer noch nicht so gut.
Ja. Ja, gut. Jedenfalls habe ich mir diese Selbsthilfegruppe da gesucht. Und die ganzen Älteren, die da waren, waren halt auch schon vom Alter gezeichnet und da können die Hormone halt auch nicht mehr so super viel erreichen. Mhm. Und entsprechend saßen da halt überschminkte ältere Herren, also so von außen gesehen, okay? Mhm. Also das waren keine Herren, das sind alles Frauen, alles super, alles richtig. Mhm. Aber so einfach das Bild ist stark geschminkte Männer in zu engen Oberteilen und High Heels. Mhm. Habe ich mich jetzt auch nicht so super wohl gefühlt. Ja. Aber die eine Person, die den Stammtisch geleitet hat damals, die war ganz großartig, die sah auch richtig gut aus und vor allem war die groß. Ich bin auch recht groß und das hat mir halt auch Mut gemacht. Und an dem Abend haben sie mir dann auch noch so ein bisschen aufgedröselt, wie geht übrigens so eine geschlechtsangleichende OP? Kommen wir später noch dazu. Ja, so nach 10 Minuten war ich kreidebleich und musste erstmal raus und mich vor den Laden in den Schnee setzen, damit ich wieder Kreislauf kriege. Ja, das glaube ich. Ja, da kommt, ich bin ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, so organische Leiden zu beschreiben, sagen wir es mal, mir wird recht schnell schlecht. So. Mhm. Ich funktioniere, solange ich muss. Tier festhalten, das blutet oder so. Ja. Aber sobald die Gefahr gebannt ist, falle ich einfach um wie ein nasser Sack. Ja. Und da ging es mir dann halt auch so. Aber trotzdem hat mir das Mut gemacht, wie ich weitergehen kann. Und ich habe jedes Mal, wenn ich bei diesem Stammtisch dann jeden Monat war, ein weiteres Puzzleteil gekriegt, wie ich mit meinem Leben weitergehe. Mhm. Würdest du denn sagen, weil du jetzt auch den möglichen Brückensprung irgendwie angesprochen hast, warst du depressiv zu der Zeit? Also so, oder war das... Also... Auf jeden Fall hatte ich depressive Episoden, nennt man das wohl eher, also so phasenweise. So Phasen, wo ich mich am liebsten von der nächsten Brücke geschmissen hätte. Mhm. Aber wenn ich die Zeit, die Muße hatte, mich mit irgendeinem anderen Thema abzulenken, kam ich auch einige Wochen klar, ohne jedwede Depression oder auch nur das Gefühl, im falschen Körper zu sein. Okay. So, ich war einfach abgelenkt. Ja. Das gibt's halt dann auch. Und zu der Zeit hast du aber, ja, ich weiß nicht, hast du normal, also nicht normal, hast du Jungsklamotten getragen? Auch eigentlich, ja. So normalerweise im Alltag immer eigentlich. Im Alltag ganz normal Herrenklamotten. Ja, gut. Aber schlussendlich, die Selbsthilfegruppe hat dich dann schon auf den für dich richtigen Weg geführt? Ja. Ja, die haben mir vor allem halt erstmal Adressen vom Psychologen gegeben, wo man mal hinrennt und mit dem drüber quatscht. Ja. Das ist sowieso der Start für eine für den ganzen bürokratischen Aufwand, den man auch betreiben muss, um irgendwann mal einen Vornamen zu ändern und Personenstand zu ändern und eventuell irgendwann mal die geschlechtsangleichende OP zu kriegen. Ja. Da ist allem vorangestellt eine psychologische Therapie, die in der klargestellt ist, dass nicht ein anderes Leiden vorliegt. Also irgendwie persönliche, gespaltene Persönlichkeiten gibt es ja auch. Mhm. Könnte ja auch ein Problem sein. Will man vorab vermeiden? Ja, klar. Das ist aber der seltenste Fall. Also eine von einer Million ist eine gespaltene Persönlichkeit. Alle anderen sind Transfrauen, die ganz dringend eine Klarstellung in ihrem Personalausweis wünschen. Was, wie hieß du denn als Mann? Sag ich nicht. Okay, ja. Alles gut. Genau. Jeanette habe ich aber gewählt aus, also mein zweiter Vorname bezog sich, also das war Johannes. Und ich habe versucht, aus dem ersten Vornamen ließ sich beim besten Willen nichts machen. Und aus dem zweiten Vornamen habe ich halt versucht, irgendwie eine weibliche Version rauszuziehen. Und nebenbei hat mir Jeanette als Name sowieso schon mal gefallen. Mhm. Und der ist jetzt nicht so weit weg von Johannes. Und man will ja dann doch so ein bisschen die ursprüngliche Idee, Wünsche der Eltern dann noch mitnehmen. Weil ich habe mich nicht von meinen Eltern abgenabelt oder so. Ja, okay. Gut, gab es denn dann irgendwie, wahrscheinlich dann irgendwie auch, nennt man es dann auch ein Coming-out, wo du dann gesagt hast, so, jetzt habe ich es für mich definiert und jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit, wahrscheinlich eher auch erstmal Familie, Freunde und gebe das jetzt mal bekannt? Mhm. Ja, bereitet man sich auf sowas vor oder sagt man, mache ich jetzt einfach?
Das ist wahrscheinlich auch schwierig, ne? Oh, du machst dir keinen Kopf. Also ja. Man überlegt sich jeden Satz 3000 Mal im Kopf, passt der, sagt er das Falsche aus, vergrätze ich jemanden, wenn ich zu schnell zu viel erwarte. Ich habe natürlich mit den engsten Freunden angefangen, Familie auch, mein Bruder noch und Bekannte, dann so 2, 3 mir näher stehende Arbeitskollegen. Dann habe ich mir so meinen Projektleiter rausgezogen. Also ist eine kleine Firma, 30 Leute und die Hierarchie auch knapp. Aber habe dann halt quasi meine Vorgesetzten so rausgezogen. Erst den Projektleiter und später die Chefs. Und mit denen 4-Augen-Gespräche geführt darüber, dass ich diesen Weg jetzt tatsächlich gehen möchte. Und dann hat mein Chef für kurioserweise den 1. April 2010 dann ein Meeting anberaumt, in dem er erstmal eine halbe Stunde lang rumschwurfelt hat, weil es gab eigentlich nichts zu erzählen. Es gab keinen Grund für dieses Meeting. Wir hatten jetzt nicht irgendwie ein neues Projekt abgeschlossen oder irgendwas in dieser Art, sondern er hat einfach nur mal rumgeschwurfelt, so, ja, die Firma läuft gut und alles ist super und wir haben dieses Projekt und der Kollege macht ja das da ganz toll und alles ist super. Und alle gucken sich an und sagen, was will er denn? Ja, genau. Also. Die ganze Zeit haben die Leute sich gefragt, was will er denn? Und ich bin schier zerflossen. Ja, das glaub also ich. So vor Aufregung. Die ich natürlich irgendwie für mich behalten musste. Und dann so, ja, und hier Person hat noch, wollte noch was sagen. Und dann habe ich mich halt geoutet, so, ja, der Michael, dem ist ja auch schon aufgefallen, dass ich immer mal wieder meiner Freundin die Halstücher klaue. War irgendwann mal so ein Spruch, den er im Flur gegeben hat. So, warum trägst du eigentlich die Halstücher deiner Freundin? Ja, das war für dich so das Einzige, wo du dann so sagen könntest, das ist ein bisschen was Weibliches, was ich so mitnehmen kann, ohne dass es jetzt schon zu arg auffällt und so, ne? Genau das. Ja. Und dann habe ich mich halt geoutet. Und nur Zuspruch gekriegt. Mhm. 2, 3 Kollegen, die ich halt vorher nicht eingeweiht habe, kamen dann nochmal separat auf mich zu und sagen, wie großartig sie das finden, dass ich das jetzt durchziehe und dass man mich absolut komplett unterstützen würde. Ja, das ist ja klasse und ich glaube, das sollte man vielleicht auch mal, wenn es vielleicht auch Zuhörer, Hörerinnen gibt, die in einer ähnlichen Situation sind. Also ich höre das auch sehr, sehr häufig, dass also was heißt, man liest es halt, dass die Leute eigentlich viel offener sind, als man es eigentlich denkt oder so. Ne? Ja, der Ruf ist viel schlechter über die Menschen, als sie eigentlich sind, sozusagen. Ja, genau. Ja. Danach hatte ich erstmal irgendwie, war dann Feiertag, oder habe ich mir 2 Tage Urlaub genommen, ich weiß es gerade nicht mehr, muss wohl Urlaub genommen haben, weil ich war dann beim Friseur, habe mir die Haare erstmal ein bisschen umgefärbt, ein bisschen umstylen lassen, hatte vorher die Haare schon etwas länger wachsen lassen, aber die waren dann immer noch dunkelbrau, grau meliert. Grau schon? Ich habe recht früh graue Haare schon gekriegt. Okay, ja. Und in der Zeit dann halt beim Friseur ein bisschen umstylen lassen und dann bin ich dann irgendwie ein paar Tage später zum ersten Mal dann halt als Janett im Büro aufgetaucht. Mit flachen Pumps, mit einem Rock, mit einem nicht zu engen Top. Also für Sommer, für April war schon ordentlich warm eigentlich. Ganz passierlich, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ich will nicht behaupten, dass ich nicht das ein oder andere Fettnäpfchen der kleidungsmäßigen Fehlentscheidung mitgenommen hätte. Das bleibt wohl nicht aus, weil man ist einfach, man ist einfach nicht so sozialisiert. Man hat nicht eine Mutter, die einem die ganze Zeit gesagt hat, das kannst du mit dem tragen und das da nicht. Und das da ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz für einen Arbeitsalltag, so in diese Richtung. Habe ich alles mitgemacht, klar. Ja. War halt in jedweder Perspektive, aber immer mit Humor gesehen. Also ich habe eigentlich nie Negatives erfahren, zumindest nicht innerhalb der Firma. Ja. Außer von einem Kollegen, der hat mal einen ganz blöden Spruch gebracht. Aber der war so, was hat er gemeint, so,
Was ist denn mit Jeanette los? Sie hat wohl ihre Tage oder so ähnlich. Ah, okay, ja, das ist ein dummer Spruch, aber ja. Aber das ist eigentlich ein dummer Spruch gegen Frauen. Das ist gar nicht so ein dummer Spruch gegen Trans oder gegen meine generelle Situation. Von daher, das ist ein dummer Spruch. Aber es ist aber beides Punkt. schon irgendwie beides. Also es ist auch gegen dich als Person schon irgendwie. Ja, genau. Ja. Ja, aber ich meine, gut, aber das sind so, das kommt, das, ich glaube, das kriegt man sowieso erstmal die nächsten Jahre wohl nicht aus der Gesellschaft weg, ne? Also wenn ich mir das, unsere Gesellschaft momentan grundsätzlich so anschaue, die wird es nicht mehr geben. Momentan machen wir ein bisschen Rückschritte. Ja, ja. In manchen Teilen, in anderen Teilen nicht, aber naja. Ja. Man muss aber sagen, dass ich extrem wenig Kundenkontakt in der Firma habe. Von daher, wir hatten halt mit Redakteuren einer Zeitung Kontakt. Die wurden halt dann von unseren Geschäftsleitern dann informiert und dann war das aber auch in Ordnung. Also da war jetzt kein großes Brimborium oder so. Es gab nie für mich den Grund, zu einem Kunden rauszufahren oder auf einer Messe irgendwie was zu machen oder sowas. Ich bin Programmiererin, ich sitze vor meinem Rechner und code. Und das ist alles. Und ab und zu muss man dem Kunden halt irgendwie mit dem drüber sprechen, ob dem das Design gut gefällt. Aber normalerweise übernimmt das die Designabteilung. Also nicht mal das. Den einzigen Kundenkontakt, den ich wirklich hatte, war, wenn der Kunde zu uns ins Büro kam und durch den Flur gelaufen ist. Dann hat man sich halt gesehen. Sofort. Ja, klar. Ja. Genau. Ja. Ja. Und ab dann ging es fröhlich bergauf oder bergab. Oder alles gleichzeitig. Ja gut, aber das ist dann, glaube ich, so das normale Leben, ne? Was dann irgendwie stattfindet. So, ne? Das Bergauf, Bergab kennen wir ja alle. Ja, oder? Das normale Bergauf, Bergab kennen ja alle. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich am 10. April, ich glaube 10. April, man kann es alles in meinem Tagebuch, das ist online, jeanette-rose.de, nachlesen, etwas um den Zeitpunkt, als ich mich geoutet habe, habe ich auch angefangen, die ersten Hormone zu nehmen. Das heißt, ein Testosteronblocker, um die maskulinen Hormone runterzufahren und weibliche Hormone, um diese hochzufahren. Das führt zu einer zweiten Pubertät. Okay. Eine zweite Pubertät mit 28. Will man eigentlich nicht haben. Das, also so von mit jemandem sprechen, sich umdrehen und heulen wollen, über so generell viel zu nah am Wasser gebaut sein, plötzlich herrisch zu werden, aufbrausend, also der Hormonspiegel war völlig am Arsch. In einer Stunde war ich himmelhoch jauchzend und im nächsten Moment zu Tode betrübt. Und das viermal am Tag. Und dann noch arbeiten dabei. Genau. Ja. Okay, ja, stelle ich mir hart vor, ja. Ja. Ich habe bei dem Outing, bei dem Großen in der Firma auch gesagt, ja, da wird es Medikamente und so weiter geben und es könnte sein, dass meine Laune sich dementsprechend ein wenig zickig verhält und ich mich entsprechend auch zickig verhalten würde. Das ist dann auch passiert, aber die Leute wussten ja schon vorab Bescheid. Also es war ja nicht, dass es bildfremde Leute gewesen sind, die keine Ahnung haben. Also habe ich ihnen dann quasi schon mitgegeben, das wird passieren. Ja. Das Hormonthema, das begleitet dich aber dann wahrscheinlich jetzt dein ganzes Leben, oder? Genau, nur dass das Testosteronblocker seit der geschlechtsangleichenden OP jetzt weggefallen ist, weil nicht mehr so viel Testosteron produziert wird. Ja. Genau. Die Operation hast du auch hinter dich gebracht, ja? Wie lange ist das her? Das war, bin mir nicht mehr 100% sicher, 2012, glaube ich. Okay, ja. Es hat doch schon eine ganze Zeit, ja. Oder war es 2013? Irgendwie so. Das verwischt sich mit der Zeit, wenn man auch nicht mehr ständig drüber nachdenkt. Genau, was du aber halt jetzt nicht hast, ist eine Östrogenfabrik, wie es bei Frauen, also bei biologischen Frauen, sagt man das so? Eben ist. Cis-Frauen, Cis, das war auch sowas. Das ist mir letztens auch über den Weg gegangen. Ja, okay. Genau, also geschrieben CIS. Ja. Damit bezeichnet man quasi Menschen, die sich
dem körperlichen Geschlecht auch geistig zugeordnet fühlen, mit dem sie geboren wurden. Ja. Also quasi die Masse da draußen. Ja, ja. Genau. Genau. Ja, also mein Körper kann weibliche Hormone nicht selber produzieren. Ja. Geht nicht. Und entsprechend muss ich das jeden Morgen selber zuführen. Das passiert durch ein Gel, das man sich auf die Oberarme aufträgt. Die Haut ist die beste Schnittstelle, um Hormone in den Körper reinzukriegen. Und daher läuft das alles über die Haut. Wenn man es über Tabletten machen würde, würde es immer über die Nieren gehen. Und das nehmen die auf die Dauer irgendwann krumm. Okay. Ah ja. Ah, interessant. Das muss ich sagen. Das heißt, duschen, das Gel drauf und gut ist. Genau. Keine allergischen Reaktionen, nimmt einfach auf. Gar nichts. Ja, okay. Also ich habe allergische Reaktionen momentan auf was ganz anderes. Aha. Aber auf dieses Zeug gibt es keine allergischen Reaktionen. Das ist halt ein schnell einziehendes Gel, in dem die Hormone eingebettet sind. Da ist nichts, wo man jetzt groß drauf reagieren würde. Mhm. Und das muss auch jetzt nicht ganz haargenau irgendwie eingestellt sein, die Menge an Hormonen oder sowas. Also der Arzt definiert dir natürlich anhand deines Standardhormonpegels, der am Anfang mal gemessen würde, wie viel Testoblocker du brauchst, damit man das Testo runterfahren kann. Das war bei mir sehr, sehr hoch. Mhm. Also wenn 100, also 100 in Anführungszeichen, der Normalwert eines Mann war, war ich bei 140. Okay. Das war schon von vornherein irgendwie ganz, ganz komisch. Mhm. Mhm. Aber durch den Testoblocker kriegst du es halt runter auf die gängigen 30 oder so. Und die restlichen 70 führst du durch weibliche Hormone extern zu. Mhm. Weil auch Frauen haben Testo und Männer haben Östrogene. Ja. Aber halt die Relation ist halt das, was hier den Kuchen ausmacht. Ja, ja, ja. Okay. Ja, genau. Ja, okay. Und es ist halt jetzt so eingestellt, dieses Gel kommt in so einer blauen Flasche mit so einem Druckspender, wie man es auch von Seifen her kennt. Und da gibt es einen Hub links auf den Arm und einen Hub rechts auf den Arm und dann ist die Sache schon erledigt. Genau, okay. Genau, und das ist eigentlich so das Übliche. Mhm. Weil das Problem ist, diese Hormone sind ein bisschen tricky. Der Körper ist, wenn er der Meinung ist, er kriegt von einem Hormon zu viel, baut er es selbstständig zu dem anderen um. Und wenn ich ihm jetzt zu viele Östrogene mitgeben würde, würde er daraus Testosteron machen. Okay. Testosteron, so rum. Sind die so ähnlich im Aufbau? Okay. Genau. Ja. Also der Körper kann sie leicht umbauen zu dem jeweiligen anderen. Mhm. Und das will man natürlich vermeiden. Also muss man beim Östrogen auf dem Limit bleiben, das der Körper wirklich braucht, sonst schadet man sich ja selbst wieder. Ja, ja, ja. Genau. Spannend. Ja. Gut, und dann hattest du 2012 die, nennt man es Geschlechtsumwandlung oder operative Angleichung, ne? Also Umwandlung ist so ein Fauxpas, ja? Man kann nichts umwandeln. Also ja, okay. Es ging noch nie irgendwas in irgendwas umzuwandeln. Mhm. Es wird eine Geschlechtsangleichung vorgenommen. Ja. Okay. Weil ich kann keine Gebärmutter implantiert kriegen, auch wenn sie das in den 60ern mal versucht haben. Tatsächlich. Okay. Ja. Ja. Danish Girl empfehle ich hier als Film mal. Da haben die das genau versucht. Da war nicht nur Geschlechtsangleichung, sondern halt gleich auch Implantierung Gebärmutter und allem drum und dran, aber das stößt der Körper ab, weil das funktioniert halt einfach nicht. Die XX-XY-Chromosomen fügen sich hier nicht zusammen, das kann nicht funktionieren. Ja. Also kann man nur mit dem arbeiten, was sowieso schon da ist. Und ich meine, als Mann hat man ja natürlich die ganzen Geschlechtsorgane außen, die Frauen innen, also nimmst du den Schwellkörper raus und klappst den ganzen Kram nach innen. Einfach ausgedrückt. Ja. Und und daraus wird dann die weiblichen Geschlechtsorgane quasi optisch nachgebildet. Und das heutzutage so sehr, dass ein Frauenarzt das nicht mehr erkennt. Tatsächlich, krass. Ja. Okay. Wow,
Ja. Zumindest nicht so lange rein, solange er nicht reinguckt. Ja. Weil innen drin findet er dann schließlich nichts mehr, was da eigentlich sein sollte. Und dann wird er schon hellhörig. Mhm. Aber wenn er das nur von außen ansieht, dann sieht man das nicht. Mhm. Und wenn Frauenärzte das nicht mehr auseinanderhalten können, dann kann es der Otto-Normal-Peter da draußen nicht. Ja. Auch nicht. Der Otto-Normal-Peter, genau. Ja. Aber das ist auch wieder interessant. Aber zum Gynäkologen musst du doch dann jetzt auch nicht gehen, oder? War ich auch noch nie. Ne, oder? Weil, also, hab ich keinen Grund für. Ja, weil wenn, jetzt stelle ich mir das gerade mal so ein bisschen vor, ich hatte jetzt letztens eine Notwendigkeit, das erste Mal auch zu einem Urologen zu gehen, wenn dann doch dann dorthin, weil doch innen mit Prostata und wie und was, da ist ja nichts verändert, ne? Genau, oder? Das wäre mal etwas, was man angucken sollte. Ja. Ja, ja. Spätestens ab 45 kriegt man die Vorsorgeuntersuchung bezahlt und dann sollte man das auch tun als Mann. Und als bei Frauen ist das, glaube ich, auch ähnlich. Ja, aber es macht sich total gut beim Urologen als Frau im Wartezimmer. Aber es gibt, nee. Es gibt tatsächlich ja auch Krankheitsbilder, die Urologen behandeln, die bei Männern und bei Frauen stattfinden können. Ich kenne mich, ja, also es gibt definitiv auch immer mal Frauen im Wartezimmer beim Urologen. Ich war im Übrigen auch schon sehr oft im Wartezimmer von Gynäkologen. Allerdings hat das immer mit den Schwangerschaften meiner Frau zu tun gehabt. Da bin ich halt immer zusammen hingegangen. Ja. Das war auch immer witzig. Ja, das habe ich halt beim Gynäkologen halt auch immer gesehen, dass die Pärchen da waren. Aber die kümmern sich ja meistens darum, dass die Schwangerschaft kontrolliert wird oder eine künstliche Befruchtung beigeholfen wird oder solche Späße. Das ist richtig, ja, genau. Da kommen wir jetzt auch nochmal zu was mich interessiert, aber das ist natürlich auch wieder sehr privat. Hast du dir irgendwie Sperma aufgehoben oder so für irgendeinen Fall? Lustige Geschichte, nicht. Nicht. Meine Gynäkologin hat Endokrinologin, das ist die Ärzte für die Hormone, war der Meinung, sie kriegen jetzt erstmal Hormone und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht denn das so mit irgendwas Einfrieren aus? Mhm. Ja, das können sie machen, wenn sie die Geschlechtsangleichung machen. Dann nimmt man was aus den Hoden, mit dem man dann die künstliche Befruchtung einleiten könnte. Mhm. Ja, war nicht das war leider eine falsche Information. Okay. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich dann meine Geschlechtsangleichung durchführen wollte und meine Freundin mit einer hübschen Kühltasche quer durch München gejagt wurde dann festgestellt, dass da nichts mehr ist, was man hätte einfrieren können. Ja, Thema ist erledigt. Okay, also das war tatsächlich Thema, ne? Da war ich jetzt gar nicht so falsch, ja. Also ich wollte was einfrieren, ich habe auch das Geld investiert, dass man das macht und so weiter und war halt nicht mehr und ließ sich auch dann nicht mehr herstellen. Ja. Wurde schlicht falsch informiert. Hatte ich das schwer getroffen? Eigentlich, also ich denke immer mal wieder drüber nach und werde ein bisschen melancholisch dabei, aber so richtig getroffen oder so hat es mich nicht damals, nein. Okay. Es hat mich damals hauptsächlich wegen dem Geld geärgert, weil das war nicht billig. Ja, das glaube ich, ja. Ja, diese ganzen Themen, sobald es um Fortpflanzungstechnologie und sowas geht, wird es teuer. Das ist eigentlich auch, ja. 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 Schon sehr schade. Ist dann auch schon, ist ja oftmals so, dass Pärchen irgendwie dann auch ins Ausland gehen, weil es da billiger ist und sowas. Das finde ich alles sehr schade. Ja. Ja, in meinem Fall war es wirklich nur so, die Probe in der Kühltasche abgeben. Die gucken einmal rein mit ihrem Mikroskop und sagen, ist nicht. Und das hat 500 Euro gekostet. Na super. Okay. Ja. Ja. Na gut, abgehakt halt, ne? Was willst du machen? Genau, ja. Abgehakt. Heute bin ich die coole Tante von dem Sohn meines Bruders und das ist mir Mutter in Anführungszeichen, also Tante sein in dem Fall ist mir das genug, weil ich habe mir den ganzen Stress drumherum des Alltags halt nicht. Ich komme da hin und habe Party und kann dann aber auch abends wieder gehen. Ja, das ist ja toll. Okay, das ist ein interessanter Werdegang.
Meinst du, es fehlt noch was, was du über dich selbst erzählen willst, bevor wir dann mal so ein bisschen auch in die Theorien und in die anderen ganzen Themen da reinkommen oder so? Weiß nicht, was dann später noch kommt. Also wir können mal losbrechen, ja. Und wenn mir noch was auffällt, dann schmeiße ich es einfach mal rein. Genau, ja, ja. Oder die jeweiligen Anekdoten zu den jeweiligen Themen kann ich ja dann auch beisteuern. Ja, prima. Genau. Bei Anekdoten habe ich genug. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, bei der, in der Zeit, die sich da jetzt, ja, die da vergangen ist, auf jeden Fall, ja. Was mich nämlich jetzt mal interessieren würde, ne? Ich meine, es gibt ja diese vielen Abkürzungen. Also LGBTQI habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es vollständig ist. LGB wissen wir, glaube ich, alle, aber sagen wir natürlich nochmal zur Vollständigkeit halber Lesbian, Gay, Bi. Das, glaube, da brauchen wir auch nicht groß drüber zu reden. Dann kommt T, Trans. Und dann kommen dann Sachen mit Q und I, wo ich keine Ahnung habe. Also Queer, also, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet. Und ich muss zugeben, dass man diese Buchstabenreihe ja auch noch ein paar Mal erweitert hat mit mehreren T's und so. Okay. Transsexuelle und Transident ist auch nochmal ein Unterschied und das I ist intersexuell. Ja. Da darf man gerne noch die Wikipedia konsultieren, das kann ich nicht genau aufdröseln. Ja, ja, ja. Und Moment, was hast du gesagt? Transsexuell und trans. Nee, was? Transident. Transident. Was ist, aber das weißt du. Was ist das? Das, wenn ich das richtig verstehe, fühlt man sich zwar im falschen Körper geboren, hat aber kein Problem mit den Geschlechtsteilen, die da sind. Oder, bitte steinigt mich nicht, ja, wenn das jetzt gerade falsch war. Oder es ist dieses wie heißt das, wenn man beide Geschlechtsteile zur Hälfte ausgeformt gekriegt hat, quasi? Okay. Das gehört da auch noch mit rein. Also das wird dann recht umfangreich und da kenne ich mich nicht genug aus. Ganz einfach. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt mal Wikipedia aufgemacht zum Thema Transidentität und da wird oft synonym zu Transsexualität gebraucht, bezieht sich jedoch eher auf die Geschlechtsidentität eines Menschen und versucht sich damit von einem Bezug zur Sexualität abzugrenzen. Ah. Beschreibt. Ja, das geht es mehr um das, was im Hirn funktioniert, als was zwischen den Beinen ist. Mhm. Okay. Transidentität wird häufig umfassender verstanden und schließt Menschen ein, die keine chirurgische genitale Geschlechtsangleichung in Anspruch nehmen. Okay. Ja, genau. Also es gibt genug Transmenschen, die diese OP nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Also persönliche Entscheidung. Ich meine, warum riskieren, dass man untenrum nichts mehr fühlt, wenn man mit dem, was man hat, doch noch was anstellen kann und sich nicht komplett davor ekelt? Oder wenn man es rein organisch nicht überleben würde. Ich meine, genug Menschen sind mit Vorerkrankungen und instabilen Organsystemen gepeinigt. Wenn man die so eine 12 Stunden Vollnarkose unterzieht, wachen die nicht mehr auf. Ja. Und ich meine, die muss man nicht dazu zwingen. Nee, klar. Genau. Ja, ja, klar. Logisch. Ich meine, das bleibt ja sowieso jedem die Entscheidung, ob er das dann tun will oder nicht. Klar. Genau, heutzutage bleibt es einem zum Glück offen. Früher war dem nicht so. Okay. Also es gab Zeiten, da war es so, dass du Namensänderungen, Ausweis nur kriegst, wenn die OP durchgezogen wurde. Ja. Ah, was ein Scheiß. Ja. Ja, stimmt. Das ist dann wahrscheinlich auch, das war auch schon noch 90er wahrscheinlich, ne? Irgendwie. Ja, und in Teilen gilt das aber auch heute noch so Sachen wie, wenn du in einer Ehe bist und deine Geschlechtsidentität vor dem Gesetz ändern willst, wirst du zwangsgeschieden. Aha. So Späße kommen dann auch noch mit oben drauf. Dass, was jetzt auch noch trotz Ehe für alle und allem und weil die, okay, weil die Ehe einmal das, zwischen Mann und Frau, da, okay. Genau. Aha. Weil die Kirche hat da auch was gegen, sowieso. Ja, ja, gut.
Das gehört alles zu diesem transsexuellen Gesetz, TSG, und das wollen viele Transrechtler abgeschafft und krass verändert wissen. Da gehören einige Sachen dazu, wie zum Beispiel, dass ich den Antrag auf die Geschlechtsangleichung, nein, den Antrag auf die ersten Hormone eigentlich erst nach anderthalb Jahren als Frau leben stellen kann, ohne Hormonunterstützung in der Zeit zu kriegen. Will sagen, du läufst anderthalb Jahre als Mann in Frauenkleidern rum, bevor du Hormone kriegst. Das ist aber zum Glück im Ermessen des jeweiligen Arztes. Deswegen habe ich die Hormone quasi nach 3 Monate Psychotherapie schon geschrieben, 4 Monate zugeschrieben gekriegt. Aber wenn der Arzt sich nicht sicher wäre, hätte er auch darauf bestehen können, weil im Gesetz steht es so, dass anderthalb Jahre Psychotherapie nötig sind. Und die musst du als Frau in Frauenkleidern wahrnehmen, sonst nehmen die dich nicht ernst. Das, ja. Da sind auch noch so wirklich so richtig altbackene Sachen drin. Ja. Von wann ist denn später, dieses Gesetz? Das habe ich auch noch nicht gehört, das ist ja krass. 1980. Wenn man die Geschlechtsangleichung will, braucht man 2 unabhängige Gutachten von Psychologen, die nicht von deinem Psychologen, den du sowieso schon konsultierst, bekommen. Aha. Und bei einem davon war bekannt, dass der zum Beispiel dich nur als gültig bezeichnet, dir den Stempel drauf gibt, wenn du im kurzen Rock und High Heels da auftauchst. Sonst nimmt er dich nicht ernst. Aha. Und ich meine, jeder Jack ist anders. Nur weil du Frau sein willst, musst du nicht wie eine Straßenschwalbe bei dem aufkreuzen. Aber das war dem sein Bild. Wenn du Frau sein willst, dann sei ganz Frau und das bitteschön bis zum Anschlag. Nuttig, ja. Genau. Und solche Leute gibt es leider immer noch da draußen und die quälen unsere durch Transsexualität gepeinigten Mitmenschen nochmal extra. Ja, ja. Dass es da tatsächlich ein eigenes Gesetz gibt, wusste ich auch nicht. Auch krass. Ja, das fasst diesen ganzen Kram, Personenstandsänderungen und Vornamensänderungen und so weiter, fasst da alles zusammen. Ja, ja, ja. Okay. Und was ist jetzt queer? Ich glaube, queer bedeutet mehr oder weniger, das sind Leute, die heute fühle ich mich mal weiblich, ziehe mich weiblich an und morgen fühle ich mich männlich und ziehe mich männlich an. Und die sind irgendwo dazwischen und fühlen sich einfach frei. Frei von jedweder Schublade, würde ich sagen. Okay, ja, ja. Oder fröhlich zwischen den Schubladen hin und her springend. Ja. Hat jetzt aber nichts damit zu tun, Ich finde, diese Buchstaben sind ein bisschen schwierig, weil da sind so Sachen drin wie Transsexualität. Das bezieht sich auf meinen eigenen Körper. Und lesbisch, gay, bi bezieht sich ja eigentlich nicht auf meinen Körper, sondern auf den Körper der Person, auf die ich stehe. Ja. Deswegen finde ich diese Buchstaben schon von Grund auf schwierig. T passt nicht rein. Aber queer ja eigentlich auch nicht zwingend. Aber diese Buchstaben sammeln quasi alles, was nicht normal ist. Ja. Und das das sorgt aber schon per Definition durch die Buchstaben zur Ausgrenzung. Da kann man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ja. Da spricht man lieber mit Leuten, die da ein bisschen den Blick drauf haben. Ja, da fällt mir jetzt auch. Ja, ich glaube, wir kommen mal zum nächsten Punkt. Das mit den Buchstaben, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen näher beschäftigen. Ich habe auf jeden Fall in die Shownotes mal das reingepackt, was ich an Wikipedia-Artikeln und so weiter dazu gefunden habe. Unter anderem auch das Transsexuellengesetz. Und was mir allerdings in diesem ganzen Thema mit Selbstdefinition und so weiter auch immer wieder aufgefallen ist, gerade zum Beispiel in so Twitter-Bios und so weiter, dass Leute ihre, dass Leute dazu schreiben, dass sie er und he sind oder she und so. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht so komplett verstanden, wieso das denn sein muss, weil man gibt
seine sexuelle Identität damit preis. Und ich frage mich, warum ist das wichtig? Und hat das einen Hintergrund auch, dass man sich abgrenzt oder dass man sich zugehörig fühlt? Oder weißt du, warum das getan wird? Auch vor allem, was ich gesehen habe, ist, dass jemand mit dem Plural, also mit say, sich definiert. Das sind also Themen, da bin ich auch raus irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob das they, das ist an der Stelle, glaube ich, nur ein Tippfehler, weil das geht hier nicht ums Plural, sondern das ist so quasi das dritte Geschlecht, so nicht weder männlich noch weiblich, sondern irgendwo dazwischen. Dann wird das benutzt, aber das schreibt man anders. Ja. Dieses in der Twitter-Bio oder auch Clubhouse-Bio oder so steht es ja jetzt drin, das ist, wie man konnotiert werden möchte. Mhm. Also nur weil jemand Paul heißt und weil in dem Perso Paul drinsteht, heißt es nicht, dass er nicht er, sie ist, ja. Anführungszeichen, gerade auf dem Weg ist, zu Paula zu werden oder so. Und der Profilname heißt halt noch so. Und dann kann diese Person halt reinschreiben, wie sie angesprochen werden möchte. Und ob dass sie jetzt ein er ist oder eine sie ist, kann man dadurch selbst definieren. Das ist ein bisschen eine modernere Version von dem Briefkopf Herr oder Frau. Ja. 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 Es geht so ein bisschen in diese Richtung, genau. Okay. Ja. Ja, auch spannend. Aber mit dem they wissen wir jetzt aber auch noch nicht genau. Das bildet irgendwo das dazwischen ab. Da müsste man separat nochmal googeln. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Nee, mir ist das nämlich bei. Ich hatte da mal ein ich weiß gar nicht, ich habe da einen Link zu einem Tweet, wo das dann auch drinsteht und Elliot benutzt eben auch they und ich sehe sowieso schon, wie meine gesamte Timeline das vergisst. Okay, das ist mir so, deswegen hatte ich das da auch reingeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber dann... Ging um die den Schauspieler, die Schauspielerin, ne? Kann sein, ja. Die Geigenspielerin aus wie hieß diese Serie? Umbrella Academy. Alan Page, kann das sein? Genau. Ja. Ja. Der sich jetzt Elliot nennt. Elliot nennt, genau. Ja, ja. Ah ja, gut, dann packe ich das auch nochmal in die Shownotes. Genau. Ja, das war wohl das Thema. Ja, das ist dann, muss man nochmal recherchieren bei Gelegenheit. Ja, ja. Oder es gibt Menschen da draußen, die das genau wissen, die das natürlich auch sehr herzlich und gerne in die Kommentare reinschreiben können oder mir oder uns, Twitter-Handles sind ja auch alle verlinkt, dann auch schreiben können. Ne? Dann genau. Wissen wir es nämlich. Dafür hat man eine Community. Eine kleine, aber eine feine. Ja. Jetzt hast du mich als Transfrau hier im Podcast. Jetzt wäre es noch ganz cool, wenn du jemanden kriegen könntest. Wenn sich hier jemand melden würde, der non-binary ist. Das wäre nochmal sehr, sehr spannend. Da würden, glaube ich, eine ganze Reihe von den jetzt noch offenen Fragen dann gelöst werden. Non-binary definierst du als ist nicht klar. Genau, ist also nicht zwischen, ja. Genau, aber nicht definiert durch das, was zwischen den Beinen ist, sondern nur was zwischen den Ohren ist. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Ja, klar, gerne melden. Auf jeden Fall. Dann können wir die Reihe nämlich mal ein bisschen fortsetzen, ja. Okay. Mhm. Als nächstes habe ich nämlich diesen Punkt nochmal, da habe ich es jetzt wieder anders genannt, operative Geschlechtsänderung. Ja. Das kann man dann aber schon sagen, Umwandlung ist falsch, sagst du, Änderung, Angleichung ist das, ne? Was, Angleichung wäre richtig, genau. Änderung, okay. Ja, ja, okay, ja. Genau. Genau, du hast ja jetzt auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen, was so Voraussetzungen sind, ne? Dass man sich da an die gesetzlichen Fristen und so weiter halten muss. Vielleicht willst du es aber nochmal so zusammenfassen, wie sind so der Gang zu wem auch immer sich so vollzieht, wenn man für sich jetzt mal so sagt, okay, das kommt jetzt für mich in Frage, jetzt geht's los.
was muss man tun und was passiert und so weiter? Ja, also als erstes muss man noch dem vorweg den Vornamen geändert kriegen. Also das passiert vorher, ja? Das passiert vorher und das ist quasi das Erste. Und das der Antrag auf Vornamensänderung startet quasi den Gesamtprozess. Okay. Und dafür brauchst du die zwei Gutachten. Erst brauchst du Psychotherapie und nach einer gewissen Zeit sagt der, ja, sind jetzt soweit, holen sie sich die beiden Gutachten. Dann schreibt man zwei andere Psychologen an, die man idealerweise von irgendjemanden oder vom Stammtisch die Adressen kriegt, ob der ein Gutachten für einen schreiben möge. Ja. Zudem fährt man dann im Zweifel hin, also nicht im Zweifel, auf jeden Fall fährt man zu dem hin und der unterhält sich einmal mit dir und erstellt daraus ein Gutachten. Okay. Und das kann natürlich nicht so super aussagekräftig sein, sind wir mal ehrlich. Ja, ja. Auf jeden Fall fährt man dahin und schüttet ihm einfach mal die Lebensgeschichte vor dem aus. Ja, im Kindergarten schon nicht zurechtgefunden, irgendwas stimmt nicht, fühlt sich im Körper nicht richtig. Den ganzen Kram einfach mal alles offenlegen für ihn. Da schreibt er alles zusammen. Dann wartest du eine Ewigkeit und irgendwann kriegst du das zurück, beziehungsweise der schickt das Ergebnis ans Gericht. Okay. Du kriegst dann vom Gericht die Information, das erste Gutachten ist da und das war positiv, also für dich gut. Ich kenne nur zweimal positiv, von daher, ich habe keine Ablehnung gekriegt, du weißt nicht, wie es dann laufen würde. Dann kriegst du quasi das Go, dir den zweiten rauszusuchen, dann machst du den ganzen Spaß nochmal. Und dann kriegst du vom Gericht irgendwann die Zusage, ja, das wurde durchgeführt und sie kriegen jetzt einen neuen Namen. Den Wunsch, welchen Namen man haben will, sagt man direkt ganz, ganz am Anfang. Und davon kommt man auch nicht mehr weg. Also an dem Tag, wo man den Antrag stellt, den Namen, den man da in das Feld eingegeben hat, das ist das, wo es nachher rauskommt. Dazwischen kannst du das nicht mehr umüberlegen. Genau. Macht's ja auch schwierig. Und dann kriegst du einen ganz klassischen Sozialversicherungsausweis und dann halt auch von der Gemeinde einen neuen Personalausweis, wo der neue Name drinsteht und so. Zahlst du natürlich auch alles, ne? Für alles. Das zahlt man natürlich alles selber. Ich habe damals Prozesskostenhilfe beantragt und habe 3 Jahre lang jeden Monat 60 Euro gezahlt. Genau. Ja, toll, Damit sind die im Wesentlichen aber die Gerichtskosten sind Pillepalle. Die beiden Gutachter, die lassen sich vergolden. Ja, das glaube ich. Ja. Jetzt hast du gesagt, vorher ist auch noch eine Psychotherapie notwendig. Die ist auch zwingend. Weil das die läuft die ganze Zeit nebenher und die ist zwingend. Ohne den geht nichts. Weil wenn die Krankenkasse nicht sieht, dass du beim Psycho warst und der dir das bescheinigt hat, dann geben die dir auch kein Go für irgendwas. Das impliziert ja aber dann auch wieder irgendwie, dass man davon ausgeht, dass das ja erstmal eine Krankheit ist. Weil eine Therapie braucht man ja eigentlich nur, wenn man krank ist. Genau. Also auch, ja, das ist einer der Gründe, warum viele an diesen transsexuellen Gesetzen noch festhalten. Weil wenn Transsexualität eine Krankheit ist, ist die Krankenkasse verpflichtet, dir bei der Heilung zu helfen. Was auch die Geschlechtsangleichung mit einschließt. Ja, okay. Wenn sie die Transsexualität und dein Wunsch nach der Leben in einem anderen Gender, wenn die das unterstützen wollen, dann müssen sie am Ende dann auch deine Geschlechtsangleichung bezahlen. Genau. Okay. Ja, ist ja gut, unter dem, weil man es ja so viel wie möglich bezahlt bekommen will. Ja. Das kannst du nicht halt alleine so bezahlen. Nee, das glaube ich. Ja. Ja. Aber da nimmt man es halt dann so hin, ne? Aber finde ich auch schwierig, ne? Weil man ist ja eigentlich nicht krank. Ja. Man muss jetzt irgendwie Therapie und Zeugs und ja. Ja, das macht's. Deswegen, auch schwierig. Das ist einer der wichtigsten Punkte vom TSG, warum
der so umstritten ist. Einerseits will man sich nicht als krank definieren, weil mit einer Krankheit bist du plötzlich für manche Firmen plötzlich kündigungsfähig und solche Späße. Da sind dann so ein paar Sachen hängen da dran, dass wenn du krank bist, dann darfst du dies und jenes nicht. Also vor allem bist du psychisch krank. Ja. Und ja, ja. Psychisch Kranken kannst du im Zweifel auch in die geschlossene Abteilung schicken, wenn dein Psychotherapeut der Meinung ist, er wird jetzt sich noch eine goldene Nase an irgendjemanden verdienen, dann macht er das vielleicht. Da gibt es die kuriosesten Geschichten in dieser Art, auch aus Deutschland. Ja, jetzt denke ich ja mal, das sind wir in Deutschland wohl schon, vielleicht, ich weiß es nicht, sind wir da schon relativ weit, was das ganze Thema angeht. Und es gibt ja mit Sicherheit ganz, ganz viele Länder, in denen das alles ganz, ganz schwierig ist. Aber gibt es auch Länder, in denen alles viel besser ist? Skandinavien würde ich jetzt irgendwie vielleicht mal schätzen oder so. Die sind in allem irgendwie weiter, aber weiß nicht. Nicht was transsexuellen Gesetze angeht, oder zumindest wüsste ich jetzt da nicht konkret. War geraten. Aber das Land, in dem es noch am besten funktioniert, ist Thailand. Weil dort ist Transsexualität in der Gesellschaft verankert. Die kennen das Thema und es ist kein Tabuthema. Entsprechend sind die besten Ärzte für die besten OPs alle aus Thailand. Und alle, die in Deutschland praktizieren, haben sich in Thailand dafür weiterbilden lassen. Ach, das ist jetzt auch nicht mal nur so ein Meme irgendwie, dass da so viele Transsexuelle rumlaufen, sage ich mal. Das ist tatsächlich so, ja? Okay. Ja, ja. Die haben einfach viel mehr Erfahrung, weil dadurch, dass es nicht verteufelt wird oder verschleiert oder sonst was, gibt es halt keine Dunkelziffer wie in Deutschland. Die Leute, wenn die das Problem sehen, dann gehen sie zum Doc und dann kriegen sie ihre OP. Thema erledigt. Die fliegen dadurch nicht aus ihren Freundeskreisen raus, fliegen nicht aus ihrem Job raus und all das. Gesellschaftlich anerkannt. Genau. Und entsprechend hast du halt mal rein bürokratisch gesehen mehr Kundschaft und kannst mehr üben und entsprechend werden die Operationsergebnisse jedes Mal besser. Und wenn du nicht ein paar hundert OPs wie in Deutschland, sondern ein paar tausend hast, dann sieht das halt ganz anders aus. Ja, das glaube ich. Ja, klar. So, okay, jetzt haben wir also quasi die erstmal behördlichen Hürden überwunden. Das heißt, wir haben die zwei Aussagen der Psychologen, dass alles soweit okay ist. Wir haben den Beschluss des Gerichts, ne, was sagt, okay, genau. Damit geht's los und dann kommt der medizinische Teil, ne, gehe ich mal davon aus, ja. Genau. Also man sucht sich einen Operateur aus, zu dem man gehen möchte. Ich bin damals zu Lidl gegangen. Nicht geschrieben wie der Supermarkt, Lidl, in München. Und bin da vorsprechen gewesen. Also quasi habe mit dem halt mich unterhalten, das und das möchte ich. Und so sieht das aus. Das war ein erstaunlich kurzes Gespräch. Und wenn man so ein bisschen das Klischee nimmt, gute Operateure sind keine netten Menschen, sag ich mal. Die sehen dich als Stück Fleisch, die machen dich auf, verändern es, machen es wieder zu und hoffentlich überlebst es. Ja. Die müssen keine netten Menschen sein und so habe ich das auch wahrgenommen. Er war immer ein bisschen sehr flott unterwegs, bisschen sehr hektisch, aber also so Fragen beantworten war nicht so richtig so sein Ding. Aber immer gesagt, ja, alles gar kein Problem. Aber hat dann halt quasi sein Ding durchgezogen, was jetzt aber kein Problem darstellt. Das war nur so mein Gefühl. Inzwischen macht sein Zögling Markowski das dort. Das war quasi der assistierende Arzt bei mir. Der hat inzwischen die Praxis komplett übernommen. Okay. Also wenn man in München in Bogenhausen, Stadtteil Bogenhausen, das machen lässt, macht das heute Markowski und den kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein echt netter, wenn ich das mal so reinsagen kann. Ja, du kommst da, also die OP als solches, kommst da halt hin. Der unangenehme Teil ist, die stellen dir
zweimal 2 Liter einer gelben, sehr salzig, widerlich schmeckenden Brühe hin, die musst du trinken. Okay. Du musst 4 Liter widerliches Zeug in dich reinhauen. Das sorgt dafür, dass sich dein Magen und dein Darm bis zum Get-No entleert. Ja, das kenne ich von Darmspiegelungen. Es ist vielleicht ähnliches Zeugs, ja. Das ist widerlich. Genau, aber es muss halt in dem Fall komplett leer sein, weil es kann die Notwendigkeit geben, wenn nicht genug Material vorhanden ist für eine Vagina, dass man im Zweifel einen Teil des Darms nimmt. Klingt jetzt komisch. Man schneidet ein Stückchen davon raus, sagen wir irgendwie so 5 cm, das ist dann halt ein 5 cm Ring, schnibbelt das wieder zusammen und benutzt das Teil in deinem Geschlechtsorgan. Ja. Das hat zwar den Vorteil, dass es immer schön feucht und weich ist, aber es riecht nicht so super. Okay. Hat man mir gesagt. Ja. Also nur damit der Arzt im Zweifel, wenn irgendwas sein sollte, dass er da keinerlei Probleme hat und auch generell, wenn er mal daneben piekst, damit sich da kein Unrat verteilen kann, muss halt einfach dein Darm leer sein. Ist halt eklig. Ja. Und ja. Ja, also ich habe das jetzt schon 3-mal hinter mich gebracht, zumindest mal so diese Darmentleerung, das ist widerliches Zeugs, ja. Also, aber ja, es geht auch. Nimmt man dann halt auch noch mit, ja. Genau. Wenn man schon so weit gekommen ist, oder? Ja. Unangenehmer war eher das, was nach der OP damit noch zusammenhängt, aber dazu gleich. Okay. Jedenfalls. Vielleicht so ein Disclaimer und eine Kapitelmarke machen für Leute, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit solchen Beschreibungen. Ja, weiß nicht. Ich meine, Flatulenzen zu haben ist jetzt nichts Unmenschliches und das so. Stimmt. Es waren die schlimmsten Flatulenzen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Okay. Dieses, keine Ahnung, das Verdauungssystem läuft wieder an und erzeugt dadurch Dämpfe. Ja, du sitzt in deinem Bett, hast so einen Winkel unter den Knien, kannst dich nicht auf die Seite legen, auf gar keinen Fall, liegst auf dem Rücken die ganze Zeit für mehrere Tage und du bist in einem Fort am Pupsen. Ja, 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 okay. Aber immerhin, es riecht nicht. Ja. Es ist nur laut. Ja. Im Zweifel. Ja, und es geht allen so wahrscheinlich, ne? Ja. Es geht allen so, ja. Okay. Wenn man da hinkommt, ist es meistens auch so, dass, dass man im Zweierzimmer landet. Gibt keine Einsatzzimmer, soweit ich weiß. Und die andere Person, die da ist, die war quasi 2 Tage vor dir dran. Mhm. Sprich, die ist einfach nur 2 Tage vor dir, was den ganzen Verlauf angeht. Und ich hatte eine Zimmergenossin, die eben 2 Tage vor mir dran war. Und die hat mich dann bei allem, was danach kam, beruhigt, weil alles, was ich erlebte, hatte sie 2 Tage vorher auch schon gehabt. Ja, ja, ja. Das war schon sehr angenehm, vor allem, weil man dann mit jemandem sprechen konnte, der genauso fühlt wie man selbst und nicht einfach nur irgendein Arzthelfer oder sonst was war. Naja, jedenfalls Darmentleerung, ganz bla bla. Dann die erste Nacht im Krankenhaus und am nächsten Morgen ging es dann runter in den OP. Ja. Da bin ich ganz normal mit dem Aufzug runtergefahren, also gelaufen. Kam dann in so ein Zwischenzimmerchen, sollte mich auf die Bahre legen, Zugang in den Arm und bin dann in das OP-Zimmer reingeschoben worden und habe noch so die Lampe über mir gesehen und dann hieß es, jetzt zählen Sie mal rückwärts. Und da hast du Propofol gekriegt. Weiß ich nicht, was ich gekriegt habe, aber auf jeden Fall habe ich 10 und 9 gesagt und dann war da nichts mehr. Also ich gehe mal davon aus, dass es Propofol ist, das ist das, was ich auch bei den Darmspiegelungen immer bekommen habe, ist irgendwie krasses Zeug. Also ich kann verstehen, dass ganz viel, das ist ja das Hauptmedikament, was von vielen Ärzten für Suizid verwendet wird, weil, ja, und was Michael Jackson. Das Thema hat er ja. Aber es ist halt wirklich so, wer das nicht kennt, es ist ein sehr interessantes Gefühl, einfach mal ausgeknipst zu werden. Ja, so Knips, alles, kein Bewusstsein mehr da. Ja, das ist. Ja. Ja.
Genau, und dann ist man weg und irgendwann ist man wieder da, ne? Und dann war es das. So, ne? Genau, ich bin in meinem Zimmer wieder aufgewacht, gar nicht in einem Aufwachraum oder so. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und du hast auch keine Ahnung gehabt, wie viel Zeit vergangen ist, ne? Nö, so, absolut nicht. Genau. Kein Schimmer. So ganz typisch, ja. Ich hatte damals eine Beziehung und die Freundin war vor Ort. Mhm. Die ganze Zeit. Also ich wohne ja nicht in München, aber ich bin in München geboren, also hat sich meine Freundin bei meiner Mom einquartiert und die ist halt dann jeden Morgen zu mir in die Klinik gefahren. Die war halt abends noch dabei und am nächsten Morgen war sie da, sie ist mit mir zusammen den Aufzug runtergefahren und so und ist die ganze Zeit da geblieben. Sprich, die x Stunden, die ich im OP war, saß sie da und hat Däumchen gedreht. Irgendwann kamen dann wohl meine Mom und mein Bruder vorbei. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die da sind. Also, dass die vorbeikämen. Vielleicht später, wenn es alles durch ist, aber nicht direkt am ersten Tag. Mhm. Jedenfalls, ich wache in meinem Zimmer auf, habe echt Schwierigkeiten, die Augen aufzuhalten, kann praktisch nicht sprechen, weil mein Hals so trocken ist. Mhm. Und habe immer wieder Aussetzer. So, ich krieg mit, sag, gurgel irgendwas, sehe meine Freundin neben mir, mach die Augen zu, mach sie wieder auf. Sie sitzt wo ganz anders. Meine Mutter sitzt am Fußende, mach die Augen wieder zu, mach sie wieder auf und dann steht mein Bruder auch noch da. Keine Ahnung, wie viel Zeit da vergangen ist. Ich hab dann auch, ich hab keine Ahnung, ob es mir erzählt wurde. Ich hab's vergessen. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Ja. Die hat dann, meine Freundin hat dann angefangen, mich mit in Tee gedippten Zwieback zu füttern, also was Festes, aber eingeweicht, damit ich es irgendwie durch den Hals krieg. Und nach konnte ich dann irgendwann wieder sprechen, aber da waren noch mehrere, mindestens dreiviertel Stunde bis Stunde Blackouts dazwischen, wo ich immer mal wieder was genascht habe und dann wieder weg war. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Ja, und ab dann hieß es, gedacht, 14 Tage dort bleiben und auch untersuchen und so weiter. Ja, ja. Weil es halt doch schon ein extremer Eingriff ist, ne? Also ja, auf jeden Fall. Ja. Also, keine Ahnung, ich setze das nicht in Relation, das macht keinen Sinn. Nee. Ist auf jeden Fall ein super heftiger Eingriff und ganz ehrlich, bei meinem stellvertretenden Geschäftsführer von der Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich einen Umschlag hinterlegt, in dem wiederum drei Umschläge drin waren. Mhm. Mhm. Und die sollte er verteilen, wenn ich nicht wieder aufwache. Okay. Also sowas wie ein Nachruf, so, wo dann auch so Daten hinterlegt sind, Kontosachen und so weiter, was man halt so braucht, wenn man sich um den, um den Nachlass einer Person kümmern muss. Ja. Das habe ich gemacht. Das ist ziemlich, ziemlich komisch. Mhm. Ich habe sogar auf dieser Jeanette-Rose-Seite von mir, wo ich dieses Tagebuch führe oder geführt habe, inzwischen gibt es ja nichts Neues mehr, da habe ich sogar einen Nachruf verfasst, der automatisch live gegangen wäre, wenn ich nicht 14 Tage nach meiner OP das Ding wieder runternehme. Soweit habe ich gedacht. Ja, aber war zum Glück ja alles nicht Nerd nötig. Der Nerd in dir auch ein bisschen, ja. Der dann sowas macht, ja. Ja, aber klar, aber das sind so Sachen, muss man dran denken, ja. Mhm. Genau. Also ein wichtiger Punkt in meinem Brief war auf jeden Fall, dass diese Seite auf jeden Fall online bleiben soll. Denn ich hatte damals, als ich damit angefangen habe, keinerlei Infos und musste mit dem klarkommen, was ich fand. Und das waren halt diese Drag Queen-Bilder und den ganzen Kram. Also, und ich wollte den Gleichgesinnten eine Möglichkeit geben, besser Informationen zu kriegen. Es gibt andere Transsexuelle, die auch Tagebuch schreiben, klar. Ja. Aber leider, sag ich mal, schreiben viele nur die positiven Sachen auf. Wenn ihnen was Gutes passiert ist, wenn es ihnen gut geht, wenn irgendwie endlich irgendwie das Gutachten durch ist und so weiter und so. Da steht nie was Schlechtes drin oder nur ganz, ganz dünn angedeutet. Ich habe in den Transforen einiges an Schelte einstecken müssen dafür, dass ich offen, frei über die Gefühle geschrieben habe und auch über die negativen. Und ich finde, das ist wichtig,
Das sollte man mitnehmen. Und deswegen war es mir wichtig, dass diese Seite einfach dauerhaft online bleibt, auch wenn es mich nicht mehr geben sollte. Ja. Ja, klar. Glaube ich. Ja. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass so innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre mein Blog nicht mehr nötig ist, weil es einfach in der Allgemeinbildung besser drin ist und in der Schule drüber geredet wird und so weiter, aber man weiß ja nie. Es schadet auf jeden Fall nicht, dass es noch existiert. Nö, definitiv nicht. Ja. Genau. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt, okay, ja, jetzt hast du den Eingriff dann so hinter dich gebracht. Wie war denn so der erste Moment? Irgendwann steht man ja auch mal vorm Spiegel. Ne? Ist das dann so ein Gefühl euphorisch oder ist es erschreckend oder ist es, keine Ahnung, oder ist es zu privat gefragt? Irgendwo zwischen euphorisch und erschreckend. Okay. Das erschreckend liegt daran, dass diese Art von OP in 2 Etappen passiert. Es sind 2 OPs und dazwischen liegen 3 Monate. Okay. In der ersten OP wird alles gemacht, was innen ist. Und in der 2. wird erst gemacht, dass es außen auch hübsch aussieht. Mhm. Entsprechend war das erschreckend auch angebracht. Ja. Vor allem, weil da sich halt Blutstau und so weiter unter der Haut gebildet hat. Man kennt diese blauen Flecken und so, wenn man sich mal irgendwo anstößt. Mein gesamter Intimbereich war ein großer blauer Fleck. Und gespürt habe ich nicht allzu viel, weil die ganzen Nervenbahnen waren traumatisiert. Und so, das hat eine ganze Weile gedauert, bis sich da wieder irgendwie was als lebendig herausgestellt hat. Ja, das ist halt, es ist eine super schwere OP und die Körperteile sind jetzt plötzlich an anderen Stellen. Dadurch fühlt sich auch alles ein bisschen komisch und anders an, aber das hat sich erst über die Monate danach herausgestellt. Mhm. Ja. Genau. Ja. Und damit das nicht in sich zusammenfällt, muss man es auch noch immer noch dehnen. Also musste ich es eine sehr lange Zeit. Wenn du frisch aus der OP rauskommst und in dein Zimmer kommst, hast du da unten auch einen Platzhalter drin, damit der Kram nicht ineinander zusammenfällt. Okay. Ja. Damit quasi die Haut, die vorhin quasi noch deinen Schwellkörper gehalten hat, wenn die jetzt innen liegt, damit die da innen wieder sauber anwächst. Dann muss da ist so ein Gewebekleber wird da rein benutzt. Und dann wird das halt nach innen an deine Fleischwand gedrückt durch diesen Stand, so nennt sich dieser Platzhalter. Und dann muss man einfach warten, bis das da wieder sauber anwächst. Okay. Ja, dauert und ja, als ich diesen Stand weggenommen gekriegt habe, das passiert nach ein paar Tagen, da habe ich die heftigsten Schmerzen meines Lebens gehabt, glaube ich. Okay, das wurde auch nicht mit Anästhesie irgendwie unterstützt oder was? Nee, oder? Das war eigentlich nicht nötig. Ja. Aber das Ding kam raus und dann hat sich in mir irgendwas getan. Bis heute weiß man nicht ganz genau, was es war. Ich glaube, es ist ein Teil, der sich von diesem Kleber gelöst hatte und deswegen, dass sich ein bisschen innen drin anders verformt hat. Ist nicht kritisch, gar kein Problem und so weiter. Aber als das passiert ist, war es so Panik im Gesicht, weil Schmerzen waren so Schmerz 2, 3, 5, 7, panisch zur Freundin geguckt, panisch zu Leuten geguckt und ab dann einfach nur noch ins Kopfkissen geschrien. Ja, okay. Weil es die Zehen gesprengt hat. Ja. Das war super, super heftig. Das war aber auch nicht normal. Okay. Also, haben die gleich reagiert irgendwie mit Medikamenten und nochmal einschlafen lassen oder irgendwas so? Ich hing am Tropf, also hatte ja sowieso noch den Zugang und ich habe darüber mehr Schmerzmittel gekriegt. Okay. Aber nicht mich einschlafen lassen oder so. Und das war halt einfach so, ist halt jetzt so. Die haben dann auch bei der späteren Untersuchung nicht wirklich was feststellen können. Weil wenn du quasi, wenn man in den Vagina da unten reinguckt, dann drückt man ja automatisch schon die Haut nach außen. Also kannst du gar nicht sehen, weil, ob es sich anders verfaltet oder so. Ja, nicht so schlimm. Ja. Nicht so wichtig. Macht mir heute keinerlei Probleme oder so. Aber damals war das ein sehr, sehr schmerzhafter Nachmittag. Okay.
Da zweifelt genau. man vielleicht auch nochmal irgendwie, ne? So, boah, musste das denn jetzt und Das hätte ich mir gerne erspart. Ja, das glaube ich, ja. Ja, und die nächsten Tage heißt dann, irgendwann sollst du aufstehen und dich mal so ein bisschen bewegen, damit du körperlich Durchblutung besser wird und überhaupt, dass man wieder stabil stehen kann. Und dass dadurch, dass du den ganzen Bereich da unten ja die ganze Zeit durchknetest beim Bewegen, war das auch äußerst schmerzhaft. Mhm. Aber mit der Zeit ging das dann. Irgendwann kannst du wieder sauber laufen. Irgendwann gehst du auch freiwillig in den Empfangsbereich, wo so ein paar Tische stehen, oder auf die Terrasse raus und quatsch mit den anderen Patienten, die da sind. Und irgendwann wirst du dann auch deinen Katheter mal los, weil die Harnröhre ja verlegt wird, und dadurch musst du das ja auch erstmal sauber verheilen, bevor der Katheter raus kann. Die ganze Zeit läufst du halt mit diesem Beutelchen an der Hand durch die Gegend. Nicht lustig, aber es fühlt sich die ganze Zeit an, als müsste man auf Toilette. Aber die ganze Zeit. Ja. Aber dadurch, dass in der Blase sich halt nicht sammeln kann, weil es sowieso immer direkt wieder rausläuft, ist dein System da unten halt zutiefst gestört und fühlt sich die ganze Zeit halt komisch an. Ja. Und irgendwann bin ich den Katheter losgeworden. Da war es dann erstmal wichtig, dass die Ärzte untersuchen, dass ich sauber Wasser lassen kann. Also, dass da unten sich nichts verklemmt oder so durch diesen Neubau, dass ich im Zweifel halt, dass ich die Blase sauber komplett entleeren kann. War halt für die auch noch wichtig, war aber kein Problem. Und wenn ich mich recht erinnere, bin ich 2 Tage vor Plan dann nach Hause geschickt worden. Okay. Mit einem Beutel voll Medikamente und Sachen und Zeugs wahrscheinlich, ne? Was man da noch nehmen muss. Nee? Gar nicht. Okay. Gar nicht. Ja. Na gut, warst ja 2 Wochen drin, ja. Ich meine, alles, die Schmerzmittel wurden nach und nach ja dann auch reduziert, bis du sie nicht mehr brauchst. Auf die Schmerzmittel habe ich ganz komisch reagiert. Ich habe jede Nacht mein Kopfkissen durchtränkt mit Schweiß. Aha. Das war irgendwie unangenehm. Das hat ein paar Tage gedauert, bis ich dann der Schwester mal Bescheid gesagt habe, du, ist das normal, mein Kopfkissen, das kann ich jeden Morgen auswringen. Okay, dann kriegen sie vielleicht mal ein anderes Schmerzmittel. Dann Problem gelöst. Ja. Ist wohl ein bekanntes Problem. Ja. Und ich habe Schmerzmittel verschrieben gekriegt. Für den Fall habe ich nie gebraucht. Und ansonsten heißt es einfach nur, den Testosteronblocker kannst du jetzt weglassen, den brauchst du nicht mehr. Ja. Gib den mal in der Apotheke wieder ab oder so. Ja. Genau, weil die entsorgen ja heutzutage nicht verbrauchte Medikamente. Und ja, ist ja bei Hormonen halt gerade wichtig wahrscheinlich, dass das nicht in irgendeinen Umweltkreislauf reinkommt und so. Ja, es ist ja eingeschweißt, aber ich würde es jetzt trotzdem nicht ins Klo schmeißen. Ja. Ja. Und dann kam ich halt nach Hause, habe mir vorab schon einen Sitzkringel gekauft, damit ich da besser drauf sitzen kann. Hab ihn aber fast nicht gebraucht, weil ich meine Bürostühle so weit nach hinten kippen kann, dass die Sitzfläche vorne so weit hochkommt, dass ich quasi die ganze Zeit auf dem Oberschenkel gesessen habe. Ja. War also kein Problem. War dann effektiv noch weitere 4 Wochen zu Hause, dadurch die 6 Wochen Krankschreibung ausgereizt, und dann ging es wieder ganz normal ins Büro. Okay, ja. Endlich keine Beule mehr im Rock vorne. Das war toll. Das glaube ich, war wirklich großartig. Ja, und dann kam nochmal, was hast du gesagt, Vierteljahr später, der zweite Eingriff, wo es dann wo es dann plastisch und hübsch gemacht wurde, ja. Genau, ja. 3 Monate später durfte ich dann nochmal dahin. Das war ein Aufenthalt von 5 Tagen oder so. Es war nochmal was Kurzes, da wurde ja quasi nur plastisch zurechtgezupft, ein paar Klammern hier und da gesetzt, die das dann an der richtigen Stelle halten, und irgendwie 2 Tage später kamen die Klammern wieder raus und 2 weitere durfte ich wieder nach Hause. Das habe ich sogar komplett alleine gemacht, will sagen, Freundin war nicht vor Ort, weil war hier nicht nötig. Ja, ja. Genau.
Okay, und dann ist das Thema. Dann ging es den langwierigen Heilungsprozess und dem sich selbst entdecken erstmal. Ja. Das ist bestimmt auch eine spannende Zeit, das glaube ich, ja. Genau. Ja. Jetzt mal, wenn wir nochmal bei dem Medizinischen bleiben, hast du irgendwie Einsicht, was denn einfacher ist, männlich zu weiblich zu machen oder umgekehrt? Schönes Thema. Danke. Ja. Da kann man generell sagen, im alltäglichen Passing geht es den Frau zu Mann deutlich besser als den Männlein zu Weiblein, weil Testosteron hinzufügen macht sofort Bartwuchs, macht die Stimme dunkel und lässt die weibliche Figur plötzlich stämmiger wirken. Breite Hüfte geht dadurch nicht weg. Und werden sofort als Mann wahrgenommen. Das ist richtig krass. Ich hatte auf derselben Station wurden auch Frauen zu Männer die Geschlechtsangleichung durchgeführt. Und ich habe im Wartebereich mit ein paar von denen gequatscht und ich habe die anfangs für die Freunde oder Partner der jeweiligen Transfrau gehalten. Aber nein, das waren selber Patienten. Ja. Ich habe die nicht als Frauen wahrnehmen können. Es ging nicht. Absolut, die waren top. Der einzige Unterschied war, dass alle einen Verband am linken Unterarm getragen haben. Okay. Ah, da wird Haut abgenommen, hä? Genau, ja, da wird die Haut abgenommen und daraus wird später Hodensack und Penis geformt. Mit so einem Pumpen-Inlay, mit dem dann der Penis aufgepumpt, also steif gemacht wird und wieder halt entlassen und so weiter. Da ist die OP für männlich Konnotierte, die zu Frauen sich angleichen lassen, deutlich besser, weil da ist mehr Material und man stülpt es nur um. Aber für Frauen, die ein männliches Geschlechtsteil haben wollen, du kannst den Schwellkörper nicht nachbilden, du kannst die nicht hinzufügen. Nee, das einzige Ding, was es im weiblichen ist Körper, halt diese Pumpe. Und die steckt so halb in deinem Körper drin, aber halb auch nicht. Ich muss zugeben, da kenne ich mich in den Details nicht gut genug aus. Nee. Aber da entwickelt sich gerade noch am meisten, was die Operationsmethoden angeht, weil das jetzt gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt, dass das überhaupt ordentlich praktiziert wird. Ja. Weil Transmänner schlichtweg häufig einfach gesagt haben, dann habe ich halt keinen Sex oder berufe mich quasi auf die Äußerlichkeiten, die da sind und lebe aber ansonsten als Mann und salopp gesagt, steckt mir halt eine Rolle Socken in die Hose, damit es nach was aussieht. Ja, dazu empfehle ich den Podcast What's in Your Pants. Okay. Ist schon beendet. Also da gibt es keine neuen Folgen, aber alle Folgen sind online und bleiben auch vorerst online. Von Tobi, der genau die Gegenrichtung gemacht hat. Also von Frau zu Mann. Mit allem drum und dran, was dazugehört. Mit relativ viel Terz, mit Psychologen. Und er hatte da ziemliche Probleme. Weil scheinbar in Norddeutschland, wo er ist, die Leute, an die er geraten ist, die waren alle, hätten sich mal einen anderen Beruf nehmen sollen, sag ich mal. Okay, ja. Und da wird das sehr schön aufgearbeitet. Auch so, so wie ich meinen Blog geführt habe, hat er es halt als Podcast im Zwiegespräch mit jemandem gemacht und da einfach alles aufgelistet. Also den empfehle ich, wenn man das hören möchte. Habe ich auch komplett durchgehört, fand ich großartig. What's in your pants? Okay, ja. Findet ihr dann auch in den Shownotes, wenn ich es finde. Ja, prima. Okay. So, und seitdem alles gut, keine Nachuntersuchungen ab und zu mal und ja. Oder auch ich hatte nicht. Nach einem halben Jahr eine Nachuntersuchung tatsächlich noch in München und ich hatte da ein bisschen Probleme, dass es irgendwie komisch gerochen hat. Das war aber wohl eine Nachwirkung aus abgestandenem Blut, das so ein bisschen durch die Haut diffundiert und dann war es eine Weile eklig.
Das hat mich ein bisschen arg aufgeregt, bin dann sogar hier ins Robert-Bosch-Krankenhaus gefahren, damit die sich das mal angucken können, weil das ist näher als nach München zu fahren. Ja, ja. Die haben aber nichts finden können und ja. Ich glaube, weiß nicht, 2 Monate später war das von jetzt auf gleich quasi weg. Ehrlich, ja, ja. Also okay. War wohl irgendwie nur so ein Heilungsding sie. Ja, und seitdem lebe ich halt ganz regulär als Frau und habe aber jetzt noch keine nennenswerten weiteren Nachuntersuchungen gehabt oder so. Ja, ja, ja. Aber solange ich keinerlei Probleme habe und mich nichts stört, ist das ja auch alles in Ordnung. Und funktioniert alles und gefühlstechnisch und so ist das okay das und macht auch Spaß. Das hat sehr lange gedauert. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis da was rauskam, bis ich Spaß damit haben konnte. Okay. Ja. Ich hatte die meiste Zeit Beziehungen mit Frauen. Da hilft man sich halt mit Plastik. Mhm. Das ist meistens zu hart und tat dann eine ganze Weile weh. Ich war vor der OP schon beschnitten. Das hat mir natürlich ein paar Zentimeter in der Tiefe weggenommen. Ja. Ich gehe jetzt hier wirklich arg ins Detail, wem das ein bisschen zu viel sein mag. Ich habe kein Problem damit zu reden. Ja. Ich bin inzwischen komplett angekommen in diesem Körper. Ich gehe FKK ins Freibad und FKK in die Sauna. Ich habe kein Problem damit. Das ist etwas, was die wenigsten Transfrauen tatsächlich schaffen, so weit zu gehen, dass das erreicht ist. Ja. Da bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Aber ja, dadurch habe ich halt nur eine gewisse Tiefe, was beim Sex mit Männern, was später dann kam, weil ich mich ausprobieren wollte, dann mehr oder weniger zu Problemen geführt hat, weil die Tiefe halt einfach nicht da war, so wie ich sie gebraucht hätte oder wie es schön gewesen wäre. Aber sagen wir es mal so, die Männer sind auch unterschiedlich ausgestattet. Ja. Und dann hatte ich eine Zeit lang einen Partner mit kleinerem Spielfreund. Da war dann alles super. Ja. Und jetzt erst vor kurzem, und ich meine, wir haben jetzt 8 Jahre nach der OP, jetzt vor kurzem hat sich es ergeben, dass mit einem neuen Partner, dass ich plötzlich mehr Tiefe habe. Okay. Es ist sehr komisch, sehr kurios. Denkt man auch erstmal, oh, ist was kaputt gegangen oder so. ja, das war so ein bisschen wie als hätte ich so eine Notfalltasche aufgemacht und jetzt habe ich plötzlich mehr Platz. Also das war sehr interessant, aber macht umso mehr Spaß. Ja, und seitdem habe ich auch keinerlei Probleme mehr mit Schmerz oder so. Weil es ist halt dann doch eng und so und je nachdem, wie der Spielfreund gebaut ist, kann das zu Schmerzen führen. Ich glaube, die meisten Cis-Frauen kennen das aus dem Alltag. Für mich war das neu. Und heute funktioniert es sehr gut. Okay, das freut mich. Aber dazwischen war ja noch was anderes. Oh, okay. Zu einer Frau, die nach was aussehen will, gehören natürlich auch noch irgendwie ein bisschen Oberweite. Richtig. Da helfen die Hormone, aber nicht jedem so sehr, wie er es gerne hätte. Ja. Mehrere Freundinnen, bei denen hat es ausgereicht, ein halbes Jahr Hormone zuzunehmen und die haben Doppel-D gekriegt. Denkt man sich ja auch echt? So. Von null? Von null? Von null. Oh, okay. Krass. Da muss man dann aber tatsächlich aufpassen, dass das nicht über die Maße weiter wächst. Mhm. Ja. Im Zweifel sogar das Medikament wechseln oder so. Hat bei mir nicht so gut funktioniert. Ich habe ein wenig Brustansatz gekriegt, aber nicht so sehr, dass es mir gereicht hätte. Und dann habe ich mich erstmal mit der Krankenkasse ein bisschen rumgeschlagen, von wegen, ich hätte gern Brustaufbau. Das heißt, Silikonbrüste. Ja, ja. Wie man es so kennt. Heutzutage sehr modern, sehr Hightech-Materialik und so weiter. Also dieses klassische Pyramidentitten aus den 80ern, 90ern, nee, das gibt's heute nicht mehr. Heute kannst du es praktisch nicht mehr wahrnehmen. Und wenn die Narben, je nachdem, wie die Methode ist und wie klein die Narben sind, kannst du es auch nicht sehen. Ja. Man merkt es bestenfalls, wenn du dich auf den Rücken legst, wie sehr sie sich in die Form mit reinlegen oder wie sehr sie auf deinem Brust,
auf deinen Rippen noch ein bisschen bleiben und wie wenig sie in die Seiten reinrutschen quasi. Daran merkt man es bestenfalls noch. Ja, aber die Krankenkasse meinte, sie wollte das nicht zahlen, weil ich hätte ja Brüste. Und dann musste ich zum medizinischen technischen Dienst. Das ist quasi so ein Dienstleister vor Ort, der, wenn irgendwas nicht klar definiert ist, dann vor Ort kontrolliert. Dann bin ich halt hin und die hat halt Maßband angelegt, okay. Die Dame. Und es gibt, jetzt lass mich raten, es gibt irgendwie ein Maß, ab dem eine Brust definiert ist und nicht oder so, ja? Genau das. Eine Brust, die zu wenig ist, ist eine Brust mit Körbchen AA. Also 2A wird generell als zu wenig definiert. Für die Krankenkasse. Ja. Also je nachdem, wie der restliche Körper gebaut ist, kann ein AA immer noch hübsch sein und sogar nach was aussehen. Aber dazu braucht es einen sehr schmalen, schmächtigen Körper. Ich bin 1,89 groß. Nicht schmal und schmächtig. Nicht schmal und schmächtig. Also ich bin nicht dick oder so, aber ich bin eine ganze Person. Ja. Und hast breite Schultern vielleicht auch noch, ne? Die nimmt man ja wahrscheinlich ein bisschen mit, ja? Natürlich. Ja, klar. Also ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich früher Schwimmerin war. Kennst du so, die Schmetterlingsschwimmen machen und dann kriegst du halt so ein Kreuz. Naja. Genau. Dann war ich bei diesem medizinischen technischen Dienst und hatte eine Frau, die relativ trocken da reagiert hat und ja, dann messen wir halt mal aus. So als würde sie einen mäßig interessanten Vogel hinterher gucken oder so. Irgendwie sowas. Aber sie hat schon verstanden, warum sie das jetzt tun soll. Natürlich. Okay. Und dann hat sie halt Maß angelegt, so Unterbrust versus Oberbrust ergibt Körbchengröße. Und dann hat sie das Maßband so angelegt, dass ich genau einen halben Zentimeter unter A-Körbchen war. Halben Zentimeter. Ja. Aber das hat ausgereicht, dass die Krankenkasse Go gegeben hat und ich habe die OP gekriegt. Ja. Das war gut. Ja, tipptopp. Das habe ich allerdings dann hier im Marienhospital in Stuttgart gemacht. Ja. Das war auch geplant war eine Woche Aufenthalt. Nach 3,5 Tagen haben sie gemeint, sie brauchen das Bett, sie können nach Hause gehen. Bei ihnen ist eh alles in Ordnung. Ja. Okay. Ja. Genau, aber das war relativ harmlos. Aber seitdem, meine Art und Weise, wie ich schlafe, hat sich dadurch verändert. Weil normalerweise habe ich auf dem Bauch geschlafen oder bestenfalls auf der Seite. Jetzt ist es so, dass ich auf der Seite einschlafe, aber praktisch immer auf dem Rücken aufwache. Ja. Einfach weil dieses Gewicht meinem Körper, mein Körper jetzt anders dirigiert. Genau. Ja. Ja, und damit wäre ich dann eigentlich durch die OPs durch. Weil sowas wie Kehlkopf-OP oder Schönheits-OP im Gesicht oder irgend so ein Schnickschnack, das mache ich nicht. Okay. Ich habe ein paar Freundinnen gehabt, oder habe sie noch, die sich einen Kehlkopf operieren haben lassen, damit der weniger rausguckt. Oder so, ja. Ja, okay. Stimmband-OP ist noch was Separates. Ja. Damit der weniger rausguckt, das kann man machen. Die Methode ist ein bisschen gruselig. Kann man sich ja nachlesen. Sagen wir es mal so, man kommt dahin über den unteren über die untere Zahnreihe. Okay. Man klappt die ganze Haut runter und macht das und klappt sie dann wieder hoch. Den Rest kann sich jeder selber ausmalen. Das ist bestimmt auch schmerzhaft, ja. Ja, zum Glück gibt es ja Narkose. Ja, klar. Ja, aber ja. Genau. Und dann habe ich aber auch Leute gehabt, die sich tatsächlich die Stimmbänder operieren haben lassen. Aber das ist ein Try and Error. Ja. Du hast keine Ahnung, wie es später sein wird. Die Bänder sind wie Gummibänder, liegen nebeneinander. Ja. Und wenn du eine höhere Stimme haben willst, werden die einfach ein Stückchen davon genommen, an den Anfang gezogen, wo der eigentliche Anfang war, da festgetackert im Endeffekt, wodurch sie straffer gespannt sind und dann wartet man einfach, bis es verheilt ist. Ja. Und dann schaut man mal, wie es bei rauskommt. Und die meisten Stimmen sind heiser, schwächlich, wirken kränklich,
nichts, was ich gebrauchen kann. Also ich bin schon ganz froh drum, dass ich hier so ein bisschen das Männliche ab und zu noch mitnehmen kann, wenn ich in der Meetingraum bin und mich durchsetze, nur durch die Stimme. Ja, 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 das glaube ich. Ja. Ich meine, ich habe so viele Nachteile in meinem Leben mitgenommen, da kann ich auch mal einen Vorteil mit rausnehmen. Definitiv, definitiv, ja. 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 Ja, aber dieses Telefonieren hat aber auch seine, also diese Stimme hat halt dadurch auch seine negativen Dinge, wie ich es am Anfang gesprochen hatte. Ich spreche nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im öffentlichen Raum telefoniere ich so gut wie nicht. Mhm. Wenn viele Menschen um mich rum sind, rede ich auch nicht gerne mit Freunden oder so, weil die hören dann ja alle zu. Und plötzlich habe ich alle Augen auf mir und ich sehe das auch, ohne dass ich es sehe. Ja. Also ich, das ist so eine Wahrnehmung, aber meine Gesprächspartner merken das sofort, wie plötzlich die ganzen Augen auf mich gehen und so. Dann die obwohl ich weiblich aussehend sehr groß bin, kann man das aber immer noch als Frau wahrnehmen. Ist halt groß. Vor allem hier in Stuttgart haben wir ein paar erstaunlich große Frauen, die ich als Cis-Frauen wahrnehme. Aber sobald ich den Mund aufmache, ist das Thema durch. Ja, dann bin ich eine Transsexuelle und dann gafft man nicht an, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bringt Probleme beim Online-Banking mit sich, weil ich werde immer als Herr Müller angesprochen und wenn ich sensitive Sachen irgendwie machen will, brauche oder so, dann schmeißt man mich teilweise aus der Leitung, weil ich sei ja nicht die Person, für die ich mich ausgebe. Okay, trotz des Vornamens dann auch? Ja, ich kann ja sagen, wie immer ich heiße, das ist ja egal. Die Stimme passt nicht zu einer Frau, tut uns leid, dass wir können ihre Identität auf die Art und Weise nicht feststellen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie irgendwie persönlich bei uns vorstellig werden oder so. Hast du da Verständnis für? Ich hatte eine Zeit lang ein Verständnis dafür. Und ich dann wurde auch ein Eintrag bei denen in die Datenbank hinterlegt. Hat tiefe Stimme, ist in Ordnung. Okay. Ja. Aber ich habe manchmal immer noch so einen Piepmatz am Telefon, bei dem ich sagen kann, du, gucken Sie mal in Ihre Unterlagen, da steht in so einem Bemerkungsfeld, hat tiefe Stimme, das ist in Ordnung. Ja. Der macht sich nicht die Mühe, nachzugucken. Der schmeißt mich direkt aus der Leitung. Ja, ja, ja. Da habe ich dann kein Verständnis mehr für. Davon, das ist klar, ja, das verstehe ich. Ich meine, aber also ich verstehe auch sonst generell, die machen nur ihre Arbeit und wenn Hinz und Kunz anrufen kann für jedermann und sich dann offensichtlich sogar im falschen Geschlecht zugeordnet klingend für jemanden ausgibt, der scheinbar nicht sein kann, dass die dann erstmal hellröhrig werden, verstehe ich. Aber dass sie sich dann nicht überzeugen lassen, sondern einen sogar aus der Leitung kicken, da hört es dann für mich auf. Ja, 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 klar. Ja. Was mir gerade noch einfällt, die Corona-Impfung, ist das ein Thema? Ist das ein Problem? Bist du da bevorzugt oder gibt es da irgendwie was zu sagen? Oder? Ich sollte bevorzugt werden eigentlich, weil durch diese Hormongeschichte und so weiter ist mein Immunsystem nicht so dolle, wie es sein könnte oder wie es davor mal war. Also ich nehme jeden Schnupfen mit, den ich kriegen kann. Okay, ja. Ich habe da, das ist so, mein Körper trifft keine Auswahl, der nimmt einfach jeden Scheiß mit. Ich bin jetzt bei meinem Hausarzt angemeldet, aber die machen diese Terminvergabe über so ein Online-System, wo man sich einträgt und dann habe ich nur ein Bemerkungsfeld, da habe ich halt reingeschrieben, wie mein Werdegang, wie meine Symptome und so weiter sind. Aber diese Webseite ist für viele Ärzte gemeinschaftlich genutzt. Das, ich will sagen, die Programmierung dahinter oder wer auch immer dann da die Auswahl trifft, das trifft nicht mein Hausarzt, sprich nicht die Person, die mich kennt, sondern irgendjemand. Ja, ja. Aber ich bin da erst seit letzten Dienstag drin, will sagen, übermorgen ist erst eine Woche rum, keine Ahnung. Ja. Ich sollte bevorzugt werden, befürchte aber, ich werde es definitiv nicht. Ja. Und da ich auch sonst einen Job habe, in dem ich Homeoffice mache und so weiter, kann es gut sein, dass ich meine Impfung erst im Herbst kriege. Boah, ja, da musst du vielleicht mal ein bisschen dranbleiben. Also ich bin ja in Rheinland-Pfalz. Ich habe es versucht. Ich habe bei meinem Hausarzt, ich habe da angerufen. Die haben dann gemeint, wir machen das nur über diese Online-Vergabe. Und dadurch habe ich ja keine Handhabe mehr. Ich kann ja nicht mit denen reden, wenn sie sagen, wir machen alles darüber, richten sie sich danach. Ja, 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 ja. Also, ja, ich sag nur, das ist, glaube ich, wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich bin in Rheinland-Pfalz, habe jetzt mich letzte Woche für die Impfung angemeldet, weil ich
einen alten Vater habe, mit den ich, sagen wir mal, jetzt nicht direkt pflege, aber mit dem ich sehr viel Umgang habe, ja, weil er kann halt nicht kochen und putzen und er kommt häufig vorbei dann zum Essen und wie weiß. Und habe mich jetzt halt angemeldet als quasi erste Kontaktperson von meinem alten Vater. Und das war am Donnerstag. Glaubst du sogar, oder am Mittwochabend, weiß nicht mehr, auf jeden Fall kam Donnerstag heute. Donnerstag war Feiertag. Ja, genau. Ja, gut, aber die Impfseite war trotzdem offen. Yeah. Ja. Impfterminvergabe rlp.de, glaube ich, oder sowas ist das. Dann habe ich das so angegeben, habe noch Dings und habe jetzt heute die E-Mail bekommen, dass ich einen Termin für Dienstag habe. Also es hat keine Woche gedauert. Ja. Wow. Krass. Okay. Ja. Also ich kann natürlich Glück haben und morgen habe ich eine Mail im Postfach, dass ich kommen soll, aber das kann auch eben nicht sein. Ja. Ja, ja. Ist halt so. Mein Arzt ist nur 200 Meter von mir entfernt. Also wenn irgendwas sein sollte, kann ich rüberjumpen. Ja. Und ansonsten bin ich sowieso im Homeoffice. Also, ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Bin ich gespannt. Ja, also da aber hoffe ich zum auch, Beispiel ne? dieses Thema mit AstraZeneca, das nicht an Frauen und so weiter gegeben wird. Da hätte ich ja quasi den Vorteil, dass ich das theoretisch vielleicht nehmen könnte, vielleicht aber auch nicht. Je nachdem, wie mein Körper durch die Hormone inzwischen umgebaut ist, kann das trotzdem bei mir Probleme auslösen. Ja. Deswegen, ja. Keine Ahnung. Ja, ja, das sollte man sich schon auf einen Arzt verlassen. Also im Zweifel keine Risiken eingehen und dann irgendwas von den anderen Impfmitteln nehmen. Ja. Oder sich geben lassen, vielmehr. Ja, ja. Mhm. Kommen wir nochmal zurück. Ich habe hier noch so ein paar Punkte gesellschaftliche Anerkennung und Alltagsprobleme, wobei du das da bist du ja eigentlich auch schon quasi gerade so mittendrin, ne? So, also mit den Vorurteilen, die es halt gibt, ne? Weil es einfach auch, habe ja selbst gesagt, ne? Ich kenne bei mir in der Umgebung, im Umkreis niemanden und es ist halt doch noch relativ selten, oder? Sodass es vielleicht auch in der Gesellschaft so direkt halt auch noch nicht ankommt, ne? Also die Statistiken sind da vielfältig, aber man sagt wohl 1 auf 1000. Okay. Was dann doch relativ viel ist. Ja. Aber leider ist die Dunkelziffer in Deutschland halt extremst groß. Mhm. Ja. Weil man sich's nicht traut, weil man den Angst hat, den Job zu verlieren, Haus und Hof zu verlieren, Freundeskreis zu verlieren, alles, das ist so, ja. Was müsste denn deiner Meinung nach passieren? Oder willst du Pause machen? Wortfindungsstörung. Also passieren müsste, dass es halt in der Öffentlichkeit nicht mehr zum Tabuthema gemacht wird und dass es im Fernsehen, in den Medien nicht mehr so dargestellt wird, wie das die People of Color immer abkriegen, so weißt, in einem Krimi ist der Böse immer der Schwarze oder er ist der schwarze Schwule wird als erstes getötet. Ja. Das propagiert aber auch wiederum Gewalt gegen Farbige und gegen Homosexuelle und dasselbe Thema haben Transsexuelle genauso. Ja, ja. Also. Ja, es müsste halt einfach eine Normalisierung irgendwie stattfinden. Ne? Genau. So, und kann sich da politisch was tun? Weiß ich nicht. Haben sich die Grünen irgendwie positioniert? Hast du das, weißt du da was? Ich bin bei den politischen Programmen nicht so richtig dabei. Okay, ja. Ja. Für mich ist halt so, ich erlebe es von vielen Frauen in meiner Umgebung, dass sie sich nachts halt nicht raustrauen oder dunkle Straße langlaufen ist halt nicht, weil man ist ja dann das Opfer. Das Problem sehe ich für mich nicht, aber mit 1,89 habe ich wohl genug Eindruck, allein durch Körpergröße, dass man mir nichts Böses will. Ist mir also noch nie in irgendeiner Form was passiert. Ich habe aber auch schon so Situationen erlebt mit anderen Personen, die das abgekriegt haben. Ich im Aufzug im Stuttgarter Bahnhof habe ich es unterbrochen, dass ein Taxifahrer eine andere Transfrau angrapscht. Nur durch Zufall, weil ich in denselben Aufzug reingesprungen bin und die waren schon drin. Und er hat sie bedrängt. Und das sind so Situationen, mit denen man sich da halt noch auseinandersetzen muss im Alltag.
wenn man auch noch klein und zierlich ist. Das passiert mir halt jetzt weniger. Mhm. Aber dieses, dadurch, dass ich erkannt werde als Transfrau und nicht komplett stealth, getarnt quasi leben kann, mhm, wie manch andere, die schon in jungen Jahren die Hormone gekriegt haben, muss ich halt aber auch immer mit diesem Stigma leben, dass man es erkennt, dass man mir hinterher guckt, dass ich halt irgendwo immer mal wieder aussortiert werde, vielleicht, weiß ich nicht so genau. Mhm. Aber ja, ich weiß noch, im ersten Jahr bin ich mal mit der Bahn gefahren und im nächsten Abteil saß eine Gruppe südländische Jugendliche und die haben angefangen, Kupfergeld nach mir zu schmeißen. Das damals, das war halt noch so diese Hormonumstellungsphase. Da kam ich im Büro dann an. Das war halt morgens, kam ich vom Arzt mit diesem Zug gefahren und kam dann ins Büro und bin komplett zusammengeklappt. Also einen schier Nervenzusammenbruch gekriegt, dass obwohl es nichts passiert im eigentlichen Sinne, aber es hat mich emotional halt dann doch absolut. Definitiv schon, was passiert, schon in irgendeiner Form. Und es hat mich halt mitgenommen, weil es das erste Mal war in dieser Art. Aber später, ich bin eine taffe Frau und ich, wenn ich nicht gerade einen richtig miesen Tag habe, dann strahle ich auch aus, dass ich mich zu wehren weiß, sage ich jetzt mal so. Ja. Entsprechend, ich kann auch durch eine Gruppe südländische Jugendliche durchstapfen an der S-Bahnsteig, ohne dass ich Angst habe. Ja, ja. Aber Sprüche kommen trotzdem, ne? Sprüche kommen, aber nur von Jugendlichen? Ja. Südländischen Jugendlichen. Also, oder die danach aussehen oder in welcher Generation auch immer, die auf jeden Fall so ein bisschen in diese Richtung sozialisiert sind. Ja, ja. Das ist zumindest das, was ich klar wahrnehme. Der spießige Süden, in dem ich hier ja wohne, der ist ja eh so ein bisschen hintenrum mauscheln. Die sagen dir ja nicht ins Gesicht, dass sie dich nicht mögen. Wenn ich in Hamburg wäre und dann jemanden geraten würde oder in Berlin, der irgendwie was gegen Trans hätte, der würde mir das frei ins Gesicht sagen. Was man ja gerne mal aus den nicht so schönen Videos aus Berliner S-Bahn so mitkriegt. Ja. Wenn dann die Leute irgendwie ausländisch oder andersländisch aussehende Menschen anfangen anzupöbeln oder so. Sowas würde da wohl eher passieren. Hier im Süden passiert das nicht, ausgenommen eben die Südländer. Ich habe nichts gegen die. Also das ist, es ist nur meine Erfahrung. Ja. Ausschließlich und immer nur dann, wenn sie in Gruppen sind. Also so 3+ von denen, wenn die mich sehen, dann wird auch mal irgendein blöder Spruch gebracht oder sowas in der Art. Ja. Was sind denn jetzt so, wenn man jetzt mal so denkt, so die so jemand wie ich so, was sind denn so absolute, vielleicht fällt dir auch gar nichts ein, aber so absolute No-Gos, wo du sagen würdest, das sollte sich die Gesellschaft mir gegenüber jetzt irgendwie mittlerweile nicht mehr erlauben, obwohl es vielleicht in den letzten Jahrzehnten eigentlich normal oder gesellschaftlich anerkannt war, so zu sprechen, so zu reagieren, so zu agieren. Oder so. Allein erstmal den Begriff Transe, der sollte aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Weil das ist einfach, das ist wie Homo. Das ist halt abwertend gemeint. Obwohl es quasi nur die, in Anführungszeichen, Kurzfassung von transsexuell bedeutet als Transe, aber es ist trotzdem negativ konnotiert. Sonst sag ich mal, dir als Mensch, der du jetzt mit mir zu tun hättest und wir sitzen gemeinsam am Tisch und reden mit Freunden und du guckst auf dein Essen und bist gerade am Schnitzel schneiden und erwähnst mich und sagst er. Ja. Das passiert vielen. Weil in deinem Kopf durch die tiefe Stimme häufig ein er konnotiert wird und dann sagst du auch, er meinte das und das oder er könnte doch oder so, verstehst? Statt sie zu sagen. Ja. Das passiert sehr vielen Leuten. Das passiert sogar meinen, selbst guten Freunden von mir passiert das ab und zu noch. Ja, passiert wenn das nicht, sie mir dabei nicht in die Augen gucken. Passiert das nicht eher sowieso den Menschen, die dich noch von früher kennen? Eher nochmal? Nee, gar nicht. Okay.
weil ich habe nicht mehr viele Menschen um mich, die mich noch von vorher kennen. Mhm. Ja. Und ich kriege das trotzdem einmal die Woche gedrückt. Weil die, also das ist gar nicht böse gemeint, aber die, mein Freundeskreis beißt sich dann immer auf die Zunge und entschuldigt sich sofort und dann ist alles okay, gar kein Problem. Mhm. Aber wenn ich bei der Deutschen Bahn am Schalter bin und die Angestellte, die da sitzt, ihren Kollegen rüberruft, hey, er möchte gerade das und das, kannst du mal helfen? Mhm. Dann ist das ist eine Watschen. Das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil damit beleidigt sie mich nicht nur, sondern sagt allen Menschen drumherum, hier stimmt schon was nicht. Ja. Weil weißt du dann darauf mithören, hin? Mithören hören die trotzdem. Weißt du darauf hin dann in dem Moment? Oder je sagst nachdem, du einfach, wie ich gerade drauf bin. Ja, genau, also denke ich mir. Ne? Wenn ich gerade, also ist mir gerade egal, ich will hier einfach nur weg, dann mache ich nichts. Aber wenn ich auf Krawall gebürstet bin, dann kriegt die von mir auch einen Einlauf. Ja. Und dann ist es immer, auf wen man trifft. Ne? Die einen sagen, oh sorry, tut mir leid und wie und was. Und die anderen sagen, ja, aber wilde. Ne? Ja, wie es halt, Menschen sind Menschen. Also die meisten entschuldigen sich, dieses wilde, sie sind nicht klar zu erkennen. Dann denke ich mir auch so, lange Haare, Titten, Rock, High Heels. Ja. Naja, nicht High Heels, aber ja. Brauchen Sie mehr Informationen? Wollen Sie noch eine Geburtsurkunde oder mir unter den Rock gucken? Was soll das? Ja. Apropos Geburtsurkunde. Die wird nicht geändert. Ja, geboren wurdest du also halt mal. Also man kriegt eine geänderte Geburtsurkunde, aber im Kirchenregister bleibt die originale liegen. Ja. Was heißt, dass ich niemals kirchlich heiraten darf, weil ein Mann einen Mann nicht in der Kirche heiraten darf? Ja. In der katholischen. Ja. 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 Ja, wir Trans haben da noch so ein paar separate Dinge. So, wenn ich darf keine Kinder adoptieren. Grundsätzlich nicht. Okay. Aber gleichgeschlechtliche Paare grundsätzlich, bei denen geht das. Die dürfen, aber Trans dürfen nicht. Okay. Und genauso wie Gleichgeschlecht, also wie Homosexuelle, darf ich kein Blut spenden. Was ich aber verstehen kann durch diesen Hormoncocktail in meinem Blut, also in meinem Körper, das kann ich noch nachvollziehen. Ja, das ist ja auch schon krass. Also gerade das Kinderthema, das muss sich halt auch ändern. Ne? Absolut. Auf jeden Fall. Dieses, ihr dürft nicht und seid liebende Eltern und diese Assi-Leute da hinten, die ziehen 5 Kinder groß und schlagen sie jeden Tag. Da sagt ihr nichts, da kommt nicht mal das Jugendamt. Weil die Kinder ja nichts sagen. Es muss halt immer erstmal, was Schlimmes passieren oder so. Ja, genau. Ja, wobei ich glaube, schon zu spät. Da kommt es auch aufs Jugendamt drauf an. Ne? Schon. Ja. Und stadtteilbedingt wahrscheinlich auch noch, wer für was zuständig ist. Ich meine, wenn du in einem Brennpunkt unterwegs bist, reagieren die auch nochmal anders, als wenn es irgendwie in einer schicken Gegend ist oder so. Aber das ist jetzt auch wieder Klischee-Denken, da weiß ich zu wenig. Ja. Ich habe das ja mal, in irgendeiner Audiodump Anfang des Jahres oder sowas mal erzählt, dass ich ein schwules Ehepaar kenne, die jetzt endlich ein Kind adoptieren konnten. Weiß nicht, ob du das gehört hast. Das fand ich... das ist immer noch klasse und geht's gut und alle sind happy und glücklich und so weiter. Aber dieser Aufwand, ich meine, das ist ja alles vom Aufwand, was so Behörden dann wollen, wenn was nicht in der gesellschaftlich normalen, sage ich jetzt mal, Weise verläuft, da geht's halt schon richtig ab. Also das ist schon, und dann ist es auch richtig so. Also ich meine, ein Kind kriegst du halt wie sagt man es dann, Cis-Ehepaar irgendwie, hetero, ganz normal, ohne dass man da einen Führerschein machen muss, aber alles andere muss halt dann exakt überprüft werden, das ist schon krass. Und dass Trans überhaupt nicht adoptieren dürfen, das ist schon skandalös eigentlich irgendwie. Okay, und da gibt es aber Aufschrei, Bestrebungen irgendwie seitens... Das gehört alles zu dem TSG-Gesetz. Ja. Na dann, okay. Ich wollte noch mal eine Sache ansprechen. Ich glaube aber, dann kommen wir auch langsam, aber sicher
zumindest mal von meiner Seite aus irgendwie zu den Themen, die ich ansprechen wollte. Aber eins Sache, das ist noch dieses Thema Partnerfindung, Partnersuche und sowas. Das stelle ich mir auch relativ schwierig vor, weil es doch da dann bestimmt selbst, also da gibt es doch auch, wenn du jetzt gerade auch sagst, dass du mit einem Heteromann oder mit einem, ja, zusammenlebst, viele sehen, werden das doch auch jetzt nicht einfach so sagen, oh ja, toll, ne? Sondern so, oh nee, das will ich nicht, oder muss man da irgendwie in weiß ich nicht, in die Szene gehen, aber das stellt, glaube ich, halt irgendwie auch nicht, dass das... Es gibt keine Szene. Ja, ne? Das ist, ja. Das, die Partnersuche stellt sich als schwierig heraus, also es ist eher so Zufallsfunde im Freundeskreis. So. In der Zeit als Mann habe ich die meisten meiner Beziehungen durchs Internet kennengelernt, einfach weil das mein Medium ist. Ja. Aber danach nicht mehr. Danach war es wirklich so, habe ich im Alltag irgendwo kennengelernt. Im Club gehe meistens Gothic oder Elektro weg. Ja, ja. Oder halt einfach so, meinen jetzigen Freund habe ich im Modellbauverein kennengelernt. Also, ist halt so. Ja, ja, ja. Und da ich pansexuell bin, das heißt, mir ist das Geschlecht egal, ich stehe auf Menschen, solange sie volljährig sind. Ja. war es mir egal, ob Männlein oder Weiblein. Und deswegen hat sich das halt jetzt ergeben, dass ich jetzt mit einem Mann zusammen bin. Davor war ich auch mal schon mal mit einem Mann zusammen, da war die Beziehung allerdings deutlich kürzer, aber das lag nicht an mir. Und davor war ich nur mit Frauen zusammen, also hat sich jetzt verschoben. Hatte ich auch so nicht erwartet, aber Dinge ändern sich halt manchmal und vielleicht bin ich später irgendwann mal wieder mit einer Frau zusammen, wer weiß das schon so genau. Ja, ja, genau. Ja, okay. Das heißt, da ist, gibt es nicht so arg viel zu sagen. Ja, alles klar. Ja, es ist schwer hoch drei. Also nicht nur, dass man einen passenden Partner will, den man auch noch intellektuell ansprechend findet und nicht nur körperlich, sondern halt auch noch jemanden findet, der so offen ist, sich auch überhaupt darauf einzulassen, mit mir irgendwie eine Beziehung einzugehen. Genau. Ich musste meinem Freund auch erst mal am Anfang so erklären, er hat es zwar geahnt, aber nicht gewusst, dass ich trans bin. Und dann wollte er halt auch schon so ein bisschen, hat er ein bisschen rumgefragt, ähnlich wie du jetzt, nur nicht ganz so ausführlich. Bin ich umgebaut oder habe ich da unten noch irgendwie was Unliebsames rumbaumeln? Und so, aber da sich jetzt noch andere Interessen überschnitten haben und nicht nur der Modellbau, hat sich es halt ergeben und jetzt sind wir jetzt schon bald ein Dreivierteljahr zusammen. Ja, toll. Ja. 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 Gut. Jeanette, ich glaube, willst du noch was sagen? Haben wir was vergessen? Bei jedem Interview, das ich bisher gegeben habe, habe ich irgendwas vergessen, was ich einen Tag später oder eine Stunde später dann gemerkt habe, aber das lässt sich wohl nicht vermeiden. Nee, da muss man sich halt aber alle anhören und dann ist immer irgendwas, ist es ein ganz, ganz vollständiges Bild. Nee. Ja. Nee, ist gut so. Geht nett mit Transmenschen um, die haben es so schon schwer genug, sage ich jetzt mal als Leitsatz hier. Genau. Und ansonsten danke für dieses Gespräch hier. Ja, mit dir, dass das jetzt geklappt hat. Ja, ja, ich freue mich auch. Wir haben es lang geplant und hatte lange reifen müssen. Aber ich bin auch, ich bin dir auch sehr dankbar für deine Offenheit, ganz klar. Ja, also das, vielen Dank, dafür und auch für das Vertrauen und so weiter. Und ansonsten, sag ich von dieser Stelle tschüss, ich muss das jetzt auch erstmal ein bisschen ver- und bearbeiten. Und dank dir ganz herzlich und wir bleiben sowieso in Kontakt. Gell? Das sowieso, genau. Okay, dann bis denn, tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Seacasts. Seacasts.net